So, diese Woche eine kleine Sonderfolge. Das ist die Aufnahme von unserem Eintracht-Podcast Live on Tour Event, würde ich es jetzt mal nennen, vom vergangenen Wochenende. Wir machen diese Woche keine reguläre Folge so in diesem Sinne, sondern haben am Samstag aufgezeichnet. Wir waren in dem Fall Marvin, Dennis und Basti. Ich konnte leider nicht vor Ort sein. Ja, und diese Aufzeichnung bekommt jetzt zu hören. Sie ist quasi zweigeteilt. Es gibt am Anfang etwas, wo die drei Herren über die Eintracht reden, und dann gibt es einen zweiten Teil, wo Fragen von anwesenden Hörern und Hörerinnen beantwortet werden. Und die haben das nur über ein iPhone Mikro aufgenommen, und deswegen ist gerade im zweiten Teil die Soundqualität ein bisschen, ja, anstrengend. Ich habe es mir nochmal angehört, ich fand es aber eigentlich ganz gut noch zu hören. Ich versuche noch so ein bisschen die Hintergrundgeräusche rauszubekommen, bin mir aber jetzt schon sicher, dass ich das nicht vollumfänglich schaffen werde. Von daher bitte ich euch da draußen um, ja, ein bisschen einsehen. Es ging leider nicht anders, aber ich wollte euch trotzdem die Folge, oder wir wollten euch die Folge trotzdem nicht vorenthalten. Von daher jetzt viel Spaß mit der Folge. Das ist einfach nur eine Audioaufnahme. Facebook Live. So, haben wir noch ungerade Uhrzeit? Zeig mal, wie viel Uhr haben wir? Oh, das sieht doch ganz gut aus, ne? Ja, wie viel Uhr ist das? Ich kann das nicht. 22 Uhr. Ich kann auch keine normalen. Das ist mir mittlerweile zu anstrengend. Okay, 20. Das sieht ungenau aus. So. Ich warte noch ein bisschen auf den Pöbelmob, dass der hier vorbei ist. Genau. So, alles klar. Lass mal die Ecke abwarten, bevor es jetzt hier passiert. Ja, okay, alles klar. Gute, hallo. Hallo. Wir haben heute mal kein Mikrofon dabei, deswegen müssen wir das jetzt mal so regeln. Hallo und herzlich willkommen zum Eintracht-Podcast live im Ibis Hotel zu Frankfurt. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ja. Lasst uns nachher direkt nach der Pause nochmal oder vor der Pause mal ein schönes Foto machen. Bei dem ganzen Pöbelmob, der hier sich hier angesammelt hat, das ist auf jeden Fall eine coole Angelegenheit. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich mit ein bisschen Themen an. An meiner Seite zuerst mal der Basti. Hallo. Gute. Dann der wunderbare, einzigartige, oft gesehene, selten gehörte Dennis. Ja, servus, hallo. Eher umgekehrt. Ja, ich habe mir das gerade spontan ausgedacht. Vielleicht hat es nicht ganz gestimmt. Wichtig heute. Schön, dass ihr da seid, und wir wollen eure Stimmen nachher hören. Also es reicht jetzt nicht, dass ihr alle sitzt. Wenn ihr Fragen habt, überlegt euch, denkt euch Fragen aus, dann kommt ihr mal vorbei oder ich komme mal zu euch. Ihr seht, ich habe halt nur ein virtuelles Mikrofon dabei, das muss ich dann so machen, um euch die Macht zu geben. Wir wollen das ein bisschen interaktiv heute gestalten und sind gespannt, was ihr zur Eintracht denkt. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mit dem ersten Thema an, und zwar: Wir haben uns in den letzten Wochen ja schon relativ viele Gedanken gemacht, wie das mit der Eintracht ausgeht. Ich gucke jetzt die ganze Zeit immer auf dieses komische Freundschaftsspiel. Nee, wir lassen das einfach mal so laufen, weil ich glaube, mal schauen, ob ich mich einigermaßen konzentrieren kann. Ja. Wenn es zu offensichtlich ist, dass jeder nur da vorne hinguckt, okay, dann müssen wir uns noch was überlegen. Machen wir Videotext an oder so, aber ich glaube, das wird nicht aktualisiert. Zumindest bei, wir können den Fernseher ja hier hin machen, dann, ja, denken die Leute zu sich auf. Genau, dann wo du denkst, okay, da guckt jemand drüber, aber es könnten auch wir sein. Aber, liebe Leute, wie sieht denn unsere Aufstellung aktuell aus? Was wollen wir eigentlich für die nächste Saison sehen? Ja, also ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe es ja schon auch getwittert, der eine oder andere wird es gesehen haben. Also ich will ohne Außenspieler spielen, weil ich aktuell gar keine sehe gerade. Also ich wüsste jetzt, wir haben Rebic abgegeben, und mit Blum würde ich es ehrlich gesagt nicht spielen wollen. Und die anderen können das auch nur so, ja, nebenberuflich würde ich es jetzt mal nennen. Deswegen würde ich würde mit einem Sechser spielen. Ich würde mit Mascarell eigentlich auf der 6 spielen, und dann 2 Achter, die wären bei mir Gacinovic und Fabian, beziehungsweise Gacinovic und de Guzman und Fabian davor. Jetzt, da Mascarell weg ist, würde ich es mit Fernandes machen, aber ich würde, wie gesagt, ich würde diese Fünferkette beibehalten, dann hast du diesen einen Sechser noch vor Hasebe, 2 Achter und dann quasi 2 Stürmer. Also das ist ja auch eine Veränderung zur letzten Saison. Okay.
Und da würde ich dann quasi mit Fabian ein Stück weit hinter Halle, Halla, keine Ahnung. Wenn hier einer ist, der weiß, wie ausgesprochen wird. Ja, genau. Weiß das jemand? Weiß das jemand definitiv, wie der ausgesprochen wird? Sofort der Publikumsjoker ziehen, ja, weil ich immer das Gefühl habe. Alle schauen nach unten. Ja, ganz ehrlich, das ist doch nicht so schwierig. Der kommt aus Frankreich und jedes Mal, wenn ich ihn im Podcast erwähne, tue ich mir komplett schwer, wo ich dann sage, Halle, Halle. Halle. Ich meine, ich hab wirklich Französisch relativ früh abgewählt. Ja, das hat schon seine Gründe gehabt. Ja, aber Leute, wenn ihr das wisst, dann sagt uns einfach Bescheid, weil es fällt mir doch aber ein bisschen. Aber es ist sehr erleichternd zu wissen, dass es hier auch keiner weiß. Nee, genau. Französisches Unternehmen hier, ne? Ja, ah, ja, genau. Ruf doch mal beim Chef an. Leichtes R angetatscht. Ja. Allaire, Allaire. Ah, Sebastian Allaire. Passt nach Frankfurt, Allaire, was geht ab? Ja, genau. Allaire, was ist los? Ja. Tor, Alter. Super. Ich bin gespannt auf die ersten Tordurchsagen, wenn da mal was passiert. Also aber würde fast sagen, hallo. Würde fast sagen, lass uns doch mal hinten anfangen, denn die Personalie ganz hinten ist ja durchaus relevant und interessant. Momentan steht Radetzky, wie wir gerade hier auf diesem Bildschirm sehen, noch in unserem Tor. Wird es denn eigentlich über die nächsten zwei Testspiele, also heute und morgen, hinaus noch der Fall sein oder bahnt sich da jetzt noch mal was an? Ja, Marvin, das ist eine gute Frage. Ich denke, das werden wir alle gerne wissen. Medial wird ja jetzt wieder ein bisschen drüber gesprochen. Es ist definitiv ein bisschen Bewegung drin. Die verschiedenen Angebote liegen angeblich vor. Aber ich denke, solange wir heute jetzt und auch morgen bei den Testspielen ihn da stehen haben, sollten wir auch mit ihm rechnen. Und ja, das ist ja sehr optimistisch jetzt. Ja, ich denke, da sind wir leider alle überfragt. Ich fände es schön, wenn er da bleiben würde. Ich finde eigentlich, ist ein guter Torwart. Wenn wir natürlich ordentlich Geld für ihn bekommen, bin ich auch jederzeit bereit, ihn noch kurzfristig abzugeben. Du musst aber halt natürlich dann auch Verhandlungen aufnehmen mit den verschiedenen Akteuren, die ihn dann auch ersetzen könnten. Und da tue ich mir ein bisschen schwer. Der Markt ist meiner Meinung nach relativ leergefegt, gerade mit relativ günstigen Verpflichtungen. Ja, ja. Und ein Wechsel 10 Millionen bekommen, 10 Millionen geben, ist jetzt auch nicht unbedingt das, was uns das bringt. Also, okay. Wie siehst du das? Ne, ich will erst mal kurz in die Runde fragen. Wir sind ein bisschen interaktiv hier heute. Also sofort mal Handzeichen, wer Halle, sag ich schon, Radetzky behalten will über die nächsten zwei Testspiele hinaus. Würde ich jetzt mal ganz gern sehen. Alma, Hand heben, wer es gut findet, wenn Radetzky bleibt. Ja. Ist eine Preisfrage. Ja, aber aufgrund der emotionalen... Eine Zahl. Ja. Das, genau. Ja, gut, dann reden wir über die Zahl. Also ich würde sagen... 10 Millionen. Nee, 10 Millionen, ja, Grenze. Also zweistellig. 10 Millionen bekommst du nicht. Ich würde sagen 7 Millionen. Mit 7 Millionen würde ich mich zufrieden geben. 7 Millionen, ja, nein? Ja. Zum ersten? Ja, nein. Abgeben. Bei 7 Millionen abgeben? Ja. Ja, okay. Bei 7 Millionen abgeben? Ah, okay, ich merke schon. Ah, okay, also so, ja, es könnten so roundabout 50% sein. Ja, aber man sieht es ja jetzt schon, dass die Leute sich nicht sicher sind. Und nee. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht. Aber das Schlimme ist, die Eintracht scheinbar auch nicht. Nee. Vor 3 Wochen wird uns erzählt, ja, also jetzt ist Schluss hier. Wir haben jetzt mit dem Spieler gesprochen und der Trainer plant fest mit ihm, bla bla, alles ist in Ordnung. Und man hört ja, in seinem Kopf hat man die Baustelle schon weggemacht. Ja. Ja, und auf einmal fangen die schon wieder an. Ja. Wo du, also, ich verstehe es nicht, weil dann muss man das anders kommunizieren von vornherein. Da muss man sagen, es bleibt jetzt offen, wir sind mit anderen Kandidaten in Gesprächen, bis sich XY zum Tag X entscheidet. Ich weiß. Aber dieses Definitive, was da eigentlich transportiert wurde für mich, ja, also ich habe es so verstanden, dass es so kommuniziert wurde, er bleibt jetzt. Er bleibt dieses Jahr und wir schauen mal, dass wir im Winter uns gucken, ob wir uns einigen oder ob er halt ablösefrei geht. Dann ist das halt so, aber ich hatte eigentlich gedacht, dass die Nummer jetzt durch ist. Ich glaube, hab deswegen auch gar nicht mehr eine Alternative. Ich glaube aber fast, dass sie da nicht damit gerechnet haben, dass das nochmal passiert. Ja, aber dann kannst du es ja aber selber sagen. Dann ja, sagst du, genau. Ja. Gehst halt nicht ans Telefon. Aber wenn ich jetzt höre, dass Hellmann ja zuletzt auch gesagt hat, gut, okay, aber wenn ich jetzt höre, dass Hellmann zuletzt gesagt hat, dass er nichts dazu sagen kann und nicht, dass er sagen kann, er bleibt definitiv, was für mich schon mal ein ganz klarer Unterschied ist. Wenn ich weiß, natürlich Benfica, die 40 Millionen für ihren mittelmäßigen Torhüter bekommen haben, der brasilianische Nationalmannschaft hier ein bisschen rumdilettiert, ja, dann, was ich krass finde, Manchester City gibt halt auch das Geld einfach so aus, ja, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass die Eintracht 7 bis 10 Millionen für den Radetzky bekommen würde und dementsprechende Relevanz dann schon wieder da ist. Ne? Aber macht dir das nicht noch mehr Magenschmerzen, dass dann nämlich nicht geplant wurde, dass er eventuell noch das geht ja und dann die Alternativen, die du hast die Alternativen verstreichen lassen. Genau. Du hast wie teuer war Ziele? 3,5 Millionen. So, das ist natürlich eine super geile Summe, ne? Und für einen Spieler, der eine gewisse Qualität halt einfach hat. Ja. Einzige Option, die ich aktuell sehe, ist der Odysseas Vladimochos, halt, der momentan bei, glaube ich, Panathinaikos Athen spielt. Da U21 Nationaltorhüter. Ehemaliger Stuttgarter U21 Nationaltorhüter. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es hier eine gewisse Relevanz gibt, den du noch einigermaßen günstig bekommen könntest. Aber natürlich, gerade wenn wir sehen, auf dem Torhütermarkt, du hast eben schon gesagt, ist relativ dünn. Und sich wieder
so jemanden nehmen, der finnischer Nationalspieler ist oder so. Also wir hatten es bei Radetzky, da hat es geklappt. Das war aber gut, ob du jetzt einen slowenischen Nationaltorhüter bekommst oder jemanden, der bei Malta ganz gut spielt und plötzlich dann auch in der Bundesliga einsteckt, das sind halt so Vakanzen, da bist du dir halt einfach nicht sicher. Ne? Und momentan sieht es halt für mich schlecht aus. Mit Ulreich oder so hätte ich auch nicht gerne planen wollen. Das ist halt die Frage. Die Eintracht muss halt sehen, ob sie die Möglichkeit hatten, jemanden adäquat zu ersetzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich dafür ablösen, aber bei Radetzky würde ich für mich sagen, ich würde ihn jetzt behalten. Okay. Mir wäre das zu kurzfristig auch. Ja, aber auch was mit der Abstimmung mit der Defensive ist. Weil wenn du so einen ganz wichtigen Baustein in der Defensive siehst, dann zählt diese Absprache mit Torwart auch dazu. Und wenn du jetzt überlegst, diese Radetzky-Nummer zieht sich jetzt, was haben wir heute für ein Datum? Der 5.8. wenn du dir dann überlegst, dann sagen wir, der Radetzky-Transfer zieht sich noch bis zum 10. Dann entzieht sich der neue Transfer vielleicht bis zum 15. Ja, und dann jetzt noch 5 Tage bis Freiburg. Ja. Das wäre mir zu wenig, ehrlich gesagt. Und eben mit dem Einspielen auf der Abwehr und Torwart muss ja funktionieren. Klar, verzichte halt mal auf diese 7 Millionen Euro und nimm ihn das Jahr und probier im. Wenn, sagen wir mal, vielleicht läuft es ja bei Eintracht gut und du hast ja im Winter Argumente zu sagen, ey Junge, wir sind 6 Jahre, die Mannschaft läuft gut. Das hatte ich eigentlich auch gedacht, ja. Und was ich nicht verstehe, dass Radetzky auch für sich, weil eigentlich verschenkt er ja auch seinen eigenen Marktwert, setzt er auch aufs Spiel. Sagen wir mal, Radetzky bleibt jetzt. Spekuliert darauf, dass er einen Riesenvertrag kriegt, wenn er ablösefrei ist und ein Handgeld. Was ist, wenn er die Saison verkackt, dann geht das auch alles nach unten. Ja. Und das ist genau das. Ich würde, wenn ich er wäre, würde ich mir meine Leistung jetzt schon monetarisieren lassen wollen, würde der Eintracht sagen, hier zahlt mir diese 2-3 Millionen Euro im Jahr. Ich verlängere für 3 Jahre, aber ihr schreibt mir die Ausstiegsklausel für 9 Millionen Euro im Vertrag. Dann haben alle Seiten gewonnen. Er kann noch wechseln, er kriegt dieses Jahr noch gut bezahlt und er hat sich seinen Marktwert quasi abgesichert. Und das verstehe ich nicht. Also das wäre für alle Seiten das Beste. Finde ich gesagt den Verein auch nicht so interessant, wenn ich ganz realistisch bin. Also Benfica finde ich jetzt nicht so unglaublich herausragend. Die spielen Champions League nächste Saison, ne? Ich glaube schon, ne? Wenn ich das richtig sehe. Quali oder okay. Sind qualifiziert schon. Ja, okay, alles klar. Das ist schon... Bitte? Sie sind Meister geworden. Das ist schon eine Option, ne? Muss man sagen, auch bei einer relativ schwachen Liga. Aber an sich, ich weiß nicht. Aber trotzdem, ihr seid beide, Radetzky bleibt. Ja, aber nicht, weil... alles zu kurzfristig. Das wäre mir zu kurzfristig. Und ich hätte Angst, weil Dennis schon gesagt hat, ich glaube, die Verantwortlichen wollten ihn behalten. Und ich hätte die Angst, dass sie keine Alternativen haben. Weil die sehr schwer zu finden sind. Dann gehen wir mit Radetzky, dann setzen wir das schon mal fest. Radetzky bleibt aus... unerfindlichen Gründen, nein, Spaß. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter in die Innenverteidigung, denn wir haben natürlich eine ganz klare Position, über die wir uns nicht unterhalten müssen. Ich denke, Abraham ist gesetzt wie sonst was. Ja, das ist, glaube ich, so der Fels in der Brandung, der auch emotional den Fans, glaube ich, gut tut. Wenn ich sehe, wie viele Leute es mittlerweile gibt, die schon im Sturm der Leichtsinnigkeit sich ein neues Eintracht-Trikot gekauft haben, wo da jetzt schon Abraham hinten drauf steht, damit kann ich mich identifizieren, aber was ist denn daneben? So, du hast Sebe würde ich auch, also ich glaube, das Gefühl, Sebe ist wieder fit. Ich würde ihn als Libero würde ich ihn stellen, ehrlich gesagt. Das ist für mich auch eine Position, die bei mir... Du würdest ja auch diese Dreierkette. Die Dreierkette, ne? Das ist für mich, Dreierkette. Ja, okay. Gehe ich mit. Genau, okay, alles klar. Sebe auch. Und wer ist dann der Dritte im Bunde? Ja, Salcedo, wenn er fit ist. Aber ja, am Anfang werden wir erstmal ja auf ihn verzichten müssen. Aber ich glaube gar nicht so lange, wie wir befürchtet haben. Er ist wieder im Mannschaftstraining, das habe ich auch gelesen, ja. Aber also da müssen wir vielleicht nur 2 Spiele überbrücken. Was ist denn mit dem Knote zum Beispiel als Übergang für vielleicht könnte man ihn für 2 Spiele benutzen. Finde Knote jetzt so gut, weil er jetzt 3 gute Spiele gemacht hat, oder was? Nicht, weil er 3 gute Spiele gemacht hat, aber weil du ja nur wenige Spiele überbrücken musst eigentlich. Genau. Du hast ja dann auch noch, wie heißt denn der andere? Odonés. Genau. Odonés. Also wenn die beide fit sind. Gut, das ist jetzt wieder, ich hoffe ja immer, dass es nicht so gemacht wird. Die Eintracht ist ja da typisch, wir haben 10 Innenverteidiger in der Mannschaft, also holen wir jetzt keinen mehr. Ich wäre auch dafür gewesen, einen zu holen. Wir haben aber nachher noch eine andere vakante Position, wo ich es eigentlich lieber besetzen würde. Das interessiert mich jetzt gerade sehr, weil ehrlich gesagt sehe ich die Innenverteidigungsposition immer noch absolut als maßgeblich an. Also ich bin ehrlich gesagt nicht angetan, wenn wir sagen, wir gehen jetzt mit Knote, auch jetzt, wenn es nur 2-3 Spiele sind, in die neue Saison. Also das würde ich jetzt nicht so geil finden. Ich denke, dass wir hier in der Innenverteidigung, da muss jetzt unser Fokus drauf liegen. Hängt auch damit zusammen, weil ich schon merke, dass im defensiven Mittelfeld eh nichts mehr passiert. Ne? Wenn du so ein bisschen rumhörst, was bei der Eintracht so aktuell am Start ist, dann ist alles am Start, von links außen bis rechts außen mit mal ein bisschen was gerüchtet, aber defensives Mittelfeld sind sie definitiv anscheinend gut besetzt. Deswegen würde ich sagen, versuche uns in der Innenverteidigung noch was zu holen.
wenn das möglich ist finanziell auch, dass du was Gescheites bekommst. Ärgert ihr eigentlich euch auch, dass Bart Stuber nicht zu uns kommt? Ja. Ja, also rein emotional hätte ich so eine geile Kiste gefunden, ja, oder? Ja, 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 aber wir können uns doch nicht über verletzte Spieler beschweren und dann Bart Stuber holen. Ja, okay. Aber er ist ja seit Mal gar nicht mehr verletzt. Genau, er hat halt nicht gespielt. Aber ich finde Bart Stuber ist so ein Typ. Also ich meine, es wird ja viel über die Eintracht gesprochen, auch über das Team der Frankfurter Eintracht. Sehr international und so weiter. Es fehlt irgendwie so ein bisschen die Bindung, hörst du gerade so von FNP-Kreisen oder so, wo du denkst, ja gut, ich weiß, wo der Wind herweht und so, ne? Aber ich denke, Bart Stuber wäre halt jemand gewesen, der irgendwo eigentlich schon binden kann. Und also mich hätte das gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Definitiv, ich hätte ihm aber auch 2 Jahre gegeben. Wenn er sich an diesen Verein committet, hätte ich gesagt, warum auch nicht 2? Gar kein Problem. Ich verstehe ehrlich gesagt auch die Intention von ihm, nicht zu Stuttgart zu gehen. Vielleicht hat er keine anderen Angebote. Wir werden übrigens im anderen Teil auch noch mal ein bisschen über Stuttgart sprechen nach der Pause, wo wir so einen allgemeineren Teil haben. Da gibt es so einige Dinge, die mich sehr großartig wundern. Tut mir leid, dass ich jetzt das Heft in die Hand genommen habe und das jetzt hier ein bisschen so zusammengestellt habe, wenn der René nicht da ist. Aber keine Ahnung, also ich muss sagen, ich hätte ihm sogar 2 Jahre gegeben. Hätte er gewollt, hätte ich es gut gefunden. Aber gut, du nicht. Ich hätte ihn nicht genommen. Nee. Okay. Mir wäre das zu unsicher gewesen, weil von meinem geistigen Auge ist die Innenverteidigung Salcedo Abraham, ist okay. Die eigentliche. Mhm. Und wenn ich jetzt jemanden holen würde, würde ich ungern jemanden holen, der vielleicht Salcedo verdrängt, beziehungsweise der das selber erwarten würde. Okay. Das heißt, ich habe es, glaube ich, in der Sendung schon mal gesagt, ich würde jetzt quasi so Madelung Deluxe würde ich mir wünschen. Also okay. So einen, der sich auch damit zurechtfinden würde, wieder dritter Innenverteidiger zu sein. Der aber sofort da ist. Okay. Das ist natürlich schwer zu finden, aber wir haben über Subotic geredet, das wäre, glaube ich, einer. Ich bin aber schon bei Marvin, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr gucken müssen. Das ist wieder unsere, wir müssen auf unsere Stärken uns auch wieder beziehen. Das heißt, die Abwehr muss stehen. Die Abwehr muss auch eine Verletzung mal kompensieren können. Und gerade wenn Salcedo oder auch Abraham, allein schon durch die Spielweise fehlen die Spieler 3-4 Spiele mit gelben Karten oder sowas oder auch mal eine rote Karte, dann musst du ja auch adäquat ersetzen können. Jetzt haben wir natürlich hier mit Hasebe auch nicht mehr ganz frisch, eventuell fällt er dann auch mal aus. Also ich denke schon, dass wir 50 Spiele. Ja, das nein, keine 50. Wir haben ja schon einen Riesenkader und ja. Du müsstest eigentlich ein bisschen ausmisten, ob du da nicht guckst, dass da an der einen oder anderen Stelle noch mal was Gescheites ersetzt. Ist ein interessanter Diskussionspunkt, ich glaube es aber nicht. Aber wir werden gleich da noch mal drüber sprechen von mir. Ja, da können wir jetzt über den, was du aufgeschrieben hast, über den 19-Jährigen. Ja, genau. Also das heißt, ist denn der Christian Bielik, also der junge Mann bei Arsenal London spielt er aktuell, ist ein Spieler, der zuvor bei Birmingham gespielt hat, also der wurde ausgeliehen, hat da aber im Endeffekt aus einer ganzen Saison nur 10 Spiele gemacht, in der zweiten Liga, in der zweiten englischen Liga. Ist das denn wirklich eine relativ sinnvolle Option, jemanden, einen 19-jährigen Spieler, der 10 Spiele in der zweiten englischen Liga gemacht hat, dass wir den jetzt als dritten, vierten Innenverteidiger holen? Findet ihr das sinnvoll? Für mich wäre es nur sinnvoll, wenn die anderen alle fit wären. Genau. Also wenn du sagen würdest, okay, du hast eine Stamminnenverteidigung und willst so jemanden... Zum Aufbauen. Genau, okay. Du baust dir den auf und der muss nicht sofort da sein. Aber diesen 19-Jährigen, wenn du sagst, der macht 10 Spiele und dann sagst du, du spielst direkt gegen Freiburg, bist du jetzt unser zweiter Innenverteidiger. Da kannst du es auch mit Knoten und Ordonez machen. Genau. Da muss man sich dann wirklich die Frage stellen. Ne? Also ich weiß nicht, ich finde es interessant, dass es gerüchtet wird. Das würde mir bei einem aufstrebenden jungen Kader auch eigentlich ganz gut gefallen, aber wir haben einen sehr durchmischten Kader. Ich sehe ehrlich gesagt jetzt nicht die Option. Und du brauchst Spieler, die sofort greifen, da bin ich auch bei dir. Ja. Wir bräuchten echt einen, der direkt da ist. Ja. Also so wie wir es mit Madelung hatten. Madelung will ich natürlich nicht, weil... Aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben über Subotic oft geredet und für mich wäre Subotic die Ideallösung gewesen. Ja, das ist ganz klar, ja. Da gibt es nichts. Aber ansonsten würde mir jetzt auch keiner einfallen, aber 19-Jährige. Aber ihr würdet sagen, trotzdem in Verteidigung Abraham, Hasebe, Salcedo. Sehe ich das richtig? Wenn die alle fit sind, ist das genial, die Ausstellung. Okay, dann gehen wir mal eins nach vorne. Fangen wir außen an. Rechts außen, also so ein bisschen rechtes Mittelfeld, rechte Verteidigung. Ja. Da haben wir eigentlich unseren Mann Chandler immer noch, oder würdet ihr sagen, eher Da Costa? Ich bin Team Da Costa. Für Chandler, wenn er an die Leistung herankommt von der letzten Saison, ist das auf jeden Fall. Also es gefällt mir, dass wir endlich mal da auch einen Zweikampf haben um die Position. Rehgesel kannst du ja auch. Den haben wir ja noch nicht verkauft, werden wir wohl auch nicht losbekommen. Ja, gut. Aber Rehgesel, hast du gar nichts von dem, oder? Er ist wahrscheinlich noch unterwegs. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist er irgendwo von einem. Feiert noch. War irgendwann mal im Adlib, ist nie wieder zurückgekommen oder so. Ja, also keine Ahnung. Ja, es kommt mir so ein bisschen so vor, als wäre der Junge komplett weg. Also er wurde ja irgendwie freigestellt auch vom Trainingslager, um sich einen Verein zu suchen, kam wieder. Hat nicht funktioniert. Ja, okay. Schwierig. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Wenn Chandler wieder an die Leistung rankommt, dann lassen wir den gerne spielen. Wenn er in meinem Loch hängt,
haben wir mit Da Costa einen super Ersatz. Basti meint halt Da Costa so perspektivisch gesehen gerade. Ne? Ich denke es nämlich auch. Also ich würde ihm natürlich nicht sagen, dass er Chandler sofort verdrängen soll. Aber das, was Dennis sagt, ist ja auch nicht sicher, dass er die Leistung bestätigt. Genau. Ich halte Chandler halt für einen Spieler, der letzte Saison komplett overperformed hat. Ja. Komplett. Ja. Dass man sagen kann, okay, das entspricht nicht eigentlich seiner durchschnittlichen Leistungsstärke, sondern er ist ein beschränkter Fußballer. Und auf lange Sicht, natürlich immer vorausgesetzt, beide bleiben fit und beide sind gut in Form, dann wäre für mich Da Costa immer der bessere Fußballer. Mhm. Wie lange das dauert, bis sich das zeigt und ob sich das überhaupt zeigt, weil es kann natürlich auch sein, Da Costa verletzt sich oder Chandler spielt wieder so eine Saison. Ja. Alles bei außen vor, aber nur rein nüchtern betrachtet würde ich, auf lange Sicht würde ich mir Da Costa dort wünschen, weil er meiner Meinung nach auch die gefährlicheren Flanken schlägt dann. Oh. Gut, ehrlich gesagt, ist er auch der wesentlich jüngere Spieler, ja, der auch schon mal gezeigt hat, dass er das kann. Ja, also ich meine, wenn wir uns an seine Saison in Ingolstadt zurückerinnern, was richtig gut war, jetzt zuletzt in Leverkusen hat es halt überhaupt nicht funktioniert, aber Ingolstadt hat er richtig tolle Spiele gemacht, auch in der U21-Nationalmannschaft für Furore einigermaßen gesorgt sein und Marktwert auch ordentlich hochgetrieben hat. Genau. Ich finde, das ist definitiv ein Junge, mit dem kannst du gehen, aber der muss halt die Leistung zeigen. Genau. Und wenn ich die aktuellen Testspiele mir so anschaue und auch das, was Kovac über ihn sagt, dann sehe ich das nicht so kommen halt. Ne? Das genau, das meinte ich ja damit. Wenn er es dir bringt, dann spielt er natürlich. Und dann können wir eigentlich froh sein, dass wir Chandler haben. Genau. Genau. Weil Chandler ist genau das, was man eigentlich einen soliden Bundesliga-Spieler nennt. Ich finde es absolut merkwürdig. Ich hätte nie gedacht, dass aus Chandler so ein guter Fußballer macht. Also guter Fußballer, ja. Also ich meine, das wird jetzt hier kein 222 Millionen Transfer, ja. Aber dass Chandler ein richtig mittlerweile ordentlicher Fußball-Bundesliga-Spieler geworden ist, das ist eine Leistung, die er sich selbst erarbeitet hat mit der kleinen Entenpopo. Ne? Das ist ideal, um jetzt auch mal hier die Zuschauer wieder zu integrieren. Team Chandler oder Team Da Costa. Fangen wir mal an. Ja, okay. Wer ist denn hier für Da Costa? Okay, und der Rest ist dann, Chandler. Ja, sehe ich das richtig? Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Team Regisseur. Viele Enthaltungen, ja. Oder Team Regisseur, ja, genau. Ja, ja. Die wollen eigentlich gar nicht mit Verteidigern spielen, sondern alles im Sturm dann aufstellen, weißt du? Oder mit 12 oder 13 Spielern oder so. Aber gut, können wir ein bisschen weiter so in die Zentrale. Also haben wir uns jetzt hier auf Chandler geeinigt? Ja, ja, so gerade so, ja, gerade so. Aber so, wenn wir ins Zentrale gehen, ehrlich gesagt tut sich da für mich so, also keine Vakanz auf, aber es sind so viele Spieler, die ich kaum ordnen kann. Also das fängt schon an so mit... Hätte man nicht erst den Linksverteidiger noch ab? Ja, können wir auch anfangen. Jetzt war ich aber gerade so im Redefluss. Aber gut, der feine Herr will links anfangen. Ich denke, das ist relativ eindeutig. Also ja, Williams or die, oder? Also ich meine, das ist auch ganz klar. Ich denke, wir haben so einen Spieler geholt, den wir eigentlich bekommen haben, wo ich sagen würde, das ist nicht alltäglich, dass die Eintracht so einen Spieler bekommt. Ja, ohne, dass ich jetzt 100 Spiele von ihm gesehen habe. Aber die 5, die ich gesehen habe, davon waren 3 gut, 2 eher mittelmäßig. Das ist eine gute Quote. Das wird er bei der Bundesliga wahrscheinlich, bei der Eintracht wahrscheinlich nicht haben. Ja, genau, also ich weiß ja, wie das ist. Aber ich denke, Williams ist eine ganz klare Kiste. Du hast Tabata, der auch heute wieder spielt, wenn wir einen ganz frechen Blick darauf werfen. Aber Tabata wird weiterhin Ersatz Plus sein auf der linken Position. Und ich denke... Ehrlich gesagt finde ich, dass wir mit Willems einen geilen Ersatz geholt haben für Otschipka, der für viel zu viel Geld zu Schalke gegangen Sehr ist. Sehr gut, ne? Auf jeden Fall. Also Schalke hat einen Spieler geholt, der jetzt irgendwie eigentlich auf seinem Zenit war. Irgendwie 29 Potenzial Jahre alt. Absolut. Also ich glaube nicht, dass der jetzt nochmal Nationalspieler wird, um es mal positiv zu formulieren. Ne? Ja, oder? Und der wird auch nicht mehr viel mehr Geld wechseln. Also die werden bei ihm keine Wertsteigerung erzielen. Ja, vielleicht Wolfsburg, ne? Wolfsburg. Ja. Stimmt, vielleicht über Uli Hoeneß noch. Ja, vielleicht Uli. Ja, da kommen wir nachher noch zu sprechen. Keine Angst, es wird noch bunt heute, das Programm. Ja, aber ich denke, da sind wir uns einig, weil wenn wir so einen Spieler kriegen, und du hast gemeint, normal kriegen wir den nicht, wenn der sich nicht so schwer verletzt, spielt jetzt bei Inter Mailand, da hat er diesen Knick drin, den musst du spielen lassen. Klar kann es auch ein Flop werden, da stecken wir nicht drin. Gerade bei der Eintracht. Ja. Also bei der Eintracht, die kriegt es noch in jeden Spieler irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, so die Holländer, die haben zumindest schon mal die deutsche Sprache gehört und können sich einigermaßen so ein bisschen verständigen. Also nicht so wenig so ein Totalflop wie bei Kai oder so, wo du denkst, okay, da kommt hierher und keine Ahnung, muss ich mal eine Tankstelle einkaufen oder so, der arme Junge, weißt du? Aber gut, es geht ja auch deutschen Spielern so, wenn ich überlege, wie oft ich Lanek im Galeria Kaufhof gesehen habe, als seine Frau für ihn eingekauft hat, ne, wo er die Eiweißprodukte für sich hat kaufen lassen. Musste, aber okay, also ich hoffe mal, dass es bei ihm einigermaßen geht. Und Willems ist ein Spieler, der hat schon Nationalmannschaft gespielt. Ne? Wann haben wir denn mal einen niederländischen A-Nationalspieler bekommen? Also das ist schon lange her, ich kann mich an keinen erinnern. Und ich meine jetzt nicht die niederländischen Antillen. Ne? Also insofern, nun gut, aber so gehe ich voll mit. Gehen wir auf alle Fälle und dann ein bisschen zentraler. Also da haben wir jetzt... Wie haben wir das denn jetzt gemacht? Aber wir spielen mit einem Sechser quasi. Den Sechser haben wir noch nicht genannt. Nein, ich muss ja jetzt wissen, wie, also wenn du sagst, wir gehen in die Zentrale, wie ist es dann aufgebaut? Ja, das kannst du mir doch jetzt sagen. Also ich würde mit einem Sechser und zwei Achtern spielen. Alles klar, dann sag mir doch erstmal den Sechser.
Normalerweise Mascarell. Okay. Ist ja, nicht ganz da, klar. Deswegen Fernandes. Okay. Ja, ja, also Mascarell, wenn er irgendwann mal wieder fit wird. Ich habe ehrlich gesagt so ein paar Bedenken, ne, aufgrund dieser alternativen Handlungsmethoden. Ich habe schon ein bisschen überlegt, ob jetzt Homöopathie noch dazukommt oder so, ob jetzt, ob ich bald die Skeptiker holen soll, dass die sagen, dass diese Globuli vielleicht doch nicht so gut sind. Aber so langsam schlägt es halt schon an, ne? Ja, bei Vorrunde fällt er ja auf jeden Fall aus. Da kannst du froh sein, wenn er eine gute Vorbereitung für die Rückrunde mitmachen kann und so weiter. Also ich denke auch, dass du mit einem anderen auf der 6 planen musst. Okay, und dann ist es auch, bitte? Also ich trainiere im Moment. Ja. Hm. Okay. Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass das. Das heißt, auch, du denkst auch nicht, dass er zur Rückrunde fit wird? Was würdest du sagen? Das glaube ich schon, aber ja. Rückrunde nicht der Anfang. Alles okay. Okay, ja, was ist immer? Gut, danke schön. Ja, danke für diesen wertvollen Tipp. Das heißt für uns also, Mascarell. Das ist gerade mal auf. Ja, genau, Dennis Reiter. Ich bin so geil. Thomas, würde mal einen Wert sagen. Ich war so ein bisschen bedenken, was der Dennis hier alles so aufschreibt. Das ist so ein bisschen dubios. Ja, genau. Immer ein bisschen wichtig gewesen. Aber genau, ja. Das heißt, Mascarell, eigentlich ein geiler Typ. Ne? Wir hatten uns fast auch überlegt, dass er vielleicht in der Saison, also vor der Saison noch wechselt. Ne? Das ist, glaube ich, der ist auch nur noch bei uns, weil er verletzt ist. Weil er verletzt ist, denke ich auch. Ja. Also weil selbst Wolfsburg davor zurückgeschreckt hat, ihn zu verpflichten. Ja. Also, ja, also das heißt, Fernandes dann, defensives Mittelfeld, ganz also klar. Wenn wir mit einem Sechser spielen, dann würde ich trotzdem nochmal so jemanden stellen, dann kompletten Duracell-Hasen, der nur läuft und ansonsten nicht. Und das ist halt die geile Kiste. Also ich meine, ich glaube, keiner hat von uns Begeisterungsstürme ausgelöst, als wir gehört haben, Fernandes kommt zur Eintracht. Oder war hier jemand total euphorisiert? Wenn das jemand war, dann finde ich das schön, dann kann er es ruhig sagen. Aber keiner hat geklatscht. Ne? Es war jetzt nicht so, oh, geil, Fernandes. Aber man muss mal sagen, die Spiele, die er gemacht hat, die er auch in Freiburg gemacht hat, das waren alles ordentliche Spiele. Das ist kein Spieler, der sagt, also die, keine Ahnung, da wird die Hose nicht feucht, wenn du ihn siehst oder so. Ne? Aber es ist ein Spieler, das ist eine ordentliche Kiste. Und das ist ein Renner und so weiter und so fort. Also ich glaube, Fernandes kann eigentlich die Überraschung der Saison werden. Ich denke, wenn wir gerade jemanden haben wie Mascarell, der nicht fit ist, dann können wir froh sein, dass wir jemanden wie Fernandes haben, der 30 Jahre alt ist, der auch schon Länderspiele bestritten hat und der auch weiß, wie man in der defensiven Mittelfeldposition zu funktionieren hat. Ja, nee, bin ich voll bei dir. Das Problem ist, ich hatte ja erst gedacht, vielleicht kannst du auch jemanden wie Stendera oder De Guzman. Stendera, du bist ein Optimist. Ja gut, das ist natürlich, da sind wir natürlich beim selben Problem, genau. Dennis, wie krass ihr auf deine Reaktion reagiert habt. Genau. Ja, gleichzeitig. Ja. Ja, auf jeden Fall. Du musst natürlich sagen, dadurch, dass wir nur mit einer 6 spielen wollen, oder auch sagen, Hasebe so als Puffer, als Libero. De Guzman wird mir auch gut gefallen, ist aber natürlich nach hinten hin sehr, sehr problematisch. Und glaube ich, würde der ganze halt nicht sein Bruder, System. Ne? Genau. Bruder hättest du damals noch stellen können, ne? Aber bei ihm ist es nicht mehr ganz so gut. Ne? Also das wäre, wenn für mich die 3, die da noch als Alternative bis Mascarell, aber Stendera fällt ja auch weg, also das kannst du ja auch nicht als wirkliche Alternative nehmen und dementsprechend gehe ich auf jeden Fall mit euch, mit Fernandes. Okay, gehen wir weiter nach vorne. Alles klar, Fernandes ist sicher, 2 Achter. Ja? Würde ich denken. Also dadurch, dass wir keine Außenstürmer mehr haben, meiner Meinung nach, würde ich mit 2 Achtern spielen. Die wären bei mir Gacimovic und De Guzman. Okay. Finde ich gut. Kannst du aber keine ganze Runde spielen und auch keine... Wahrscheinlich sowieso nicht, weil... Nein, aber das heißt, du brauchst auf jeden Fall noch eine Alternative für die Linksaußen, damit du das Linksaußen das System spielen kannst. Ja, aber wir reden ja gerade über die optimale Aufstellung, die wir uns so ausmalen. Das ist natürlich eine Flexibilität rein, muss klar. Aber ich denke, wenn wir mit 2 Achtern spielen und so diese Stammformation, klar kannst du, dann ist die Eintracht nach 5 Spielen ein Schlüssel. Dann sagen die Eintracht spielen nur durch die Mitte, wir stellen hier die Leute zu und keiner von denen kann irgendwie nach außen rennen. Das ist natürlich, aber was man auch nicht vergessen darf, wir haben trotzdem dann, wenn irgendwann mal Willems und Da Costa spielen, haben wir trotzdem quasi 2 Außenverteidiger, die eigentlich trotzdem Mittelfeldspieler sind. Also du hast trotzdem welche, die... Auf jeden Fall. Du hast trotzdem einen, dass De Guzman einen Steilpass auf Willems spielen kann. Ja. Und da ist der Oczipka nicht, der sich dann die Hüfte bricht, weil er sich dreimal umdrehen muss und bis er dann flankt, haben sich alle sortiert, sondern ich traue Willems tatsächlich zu, dass es ein Spieler im Eintracht-Trikot ist, der eine Flanke aus vollem Lauf schlagen kann. Und das ist, glaube ich, schon mal... Unverbesserlich optimistisch. Schon so lange Eintracht-Fan, denkt immer noch sowas. Ne? Also würde ich gerne mal live sehen, sowas. Naja, also die Gesetze der Fußballmathematik oder so, die wurden schon mal bei der Eintracht irgendwie außer Kraft gesetzt, aber immer nur für so eine halbe Saison. Ja, aber es kann schon sein. Aber das heißt, ihr würdet beide gehen mit Gacinovic und De Guzman, oder was? Ja, also habe ich nichts dagegen. Also Gacinovic ist ja, muss man wirklich sagen, ist ja einer der Spieler, die sich jetzt in den letzten Trainings spielen, in den Testspielen auch wirklich nach vorne
ja, gearbeitet haben. Auch einer der wenigen, die noch das Tor getroffen haben, muss man ja auch sagen. Ne? Und der Guzman ist halt auch wieder so eine sichere Bank. Ne? Was ist denn, also klar, wir reden jetzt wahrscheinlich nicht von Fabian, weil er verletzt ist. Oder? Nee, Fabian ist will bei mir dann davor sein. Also bei Fabian ist bei mir einer von den zwei Spitzen. Einer von den zwei Spitzen, okay. Also Fabian würde quasi hinter... Ja. Sebastian würde... Hinter Sebi! Er würde quasi hinter ihm spielen. Okay, alles so klar. Dieses, was Van der Vaart früher beim HSV gespielt hat. Okay, ja, kann ich... Links. Ja, okay. Ich muss sagen, ich bin mir nicht so sicher. Also ich weiß nicht, ob ich offensiv spielen würde, dann würde ich nicht den Guzman spielen lassen, sondern wirklich Kacinovic und Fabian. Ja. Also da weiß ich nicht. Aber dann den Guzman gar nicht. Nee, den Guzman dann gar nicht. Nee, das heißt, je nachdem, wenn wir schwächeren Gegner haben, also ich muss sagen, zum Beispiel Freiburg sehe ich momentan jetzt nicht so gut, also da können wir ja vielleicht nachher zurückkommen, aber auch Augsburg oder so, das sind so Spiele, da denke ich, da kannst du offensiv schon einigermaßen bestehen und da würde ich den Guzman lieber draußen lassen, würde lieber mit Gacinovic und Fabian offensive Aktionen spielen. Okay. Ja, definitiv. Aber gut. Ist aber ganz gut, weil die haben uns ja immer beschwert, dass er keine Sechser hat. Ja. Jetzt hat die Eintracht wenigstens Leute gespielt, die Sechser spielen können, aber die aber auch viel flexibler einsetzbar sind. Also du hättest jetzt keine Angst mehr, wenn der Guzman wirklich, wie du sagst, auf der 8 spielt oder auch mal links außen oder auf der 6. Ja. Du kannst jetzt reagieren, du spielst gegen Freiburg, dann kannst du sagen, okay, mein Achter ist, wie gesagt, Fabian, der ist offensiver. Die spielen gegen Bayern, mein Achter ist defensiver, das ist blablabla. Ja. Obwohl ich das eigentlich, ich finde es immer schöner, wenn du wirklich Spieler hast, die auf der Position überragend sind und in die anderen Position nicht wirklich können. Und ich weiß nicht, ob der Guzman wirklich dann eventuell auch, also defensiv ist er, glaube ich, wirklich nicht so gut. Also ich glaube, auf der Doppel-6 könnte er zum Beispiel dann spielen. Wenn wir das System umstellen, wir spielen mit zwei Sechsern, dann hast du quasi den einen Sechs mit Fernandes und Guzman. Das ist so quasi so eine Bender-Schein-Nummer dann. Du hast einen, der hinten alles abräumt und du hast einen, der so ein bisschen Spieler ist. Sympathisch verkleideter Vergleich. Aber ja, es hat sich ja keiner aufgeregt. Bitte? Wie seht ihr den Besuschkopf? Der wurde ja von Kovac auch zum sehr guter aus. Punkt. Und fehlt total. Eigentlich fehlt bei mir total. Fällt auch 6 wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, aber er ist ja zuletzt noch öfter als 8er eingesetzt worden. Ne? Und ich denke, als 8, das ist ich habe ihn gar nicht drin, weil ich ihn jetzt so ein, zwei Mal gesehen habe. Aber was du gehört hast, musst du sagen, eigentlich, vielleicht hat er sich mehr als andere Spieler eigentlich angeboten. Ne? Vielleicht rückt er spielt auch heute, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Und Besuchkopf ist vielleicht so eine typische Wildcard. Aber dann wahrscheinlich sogar, vielleicht würde ich ihn dann eher auf der 8 spielen lassen auch. Ne? Ich auch. Das ist ja das, was der Dennis sagt. Diese Sechserposition ist für mich sehr eingeschränkt, weil wenn du alleine auf der 6 spielst, dann kannst du keinen Stendera reinstellen, keinen De Guzman, die das nicht hauptberuflich machen, sondern du musst so einen Typ stellen, der seine 13 Kilometer pro Spiel abreißt. Richtig. Das sind diese typischen Positionen. Da wird dann am Ende die Statistik gesagt, boah, der ist 30,6 Kilometer gelaufen. So einer muss es sein. Wohin? In den Räumen. Ja. Aber also du brauchst einen Facharbeiter, sag ich. Ja. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, ist, ich meine, wir reden jetzt über die Zeit der Testspiele, die Zeit der Trainingslager. Wie oft hat das eine Rolle gespielt? Also ich höre das immer wieder, dass der total geil im Training war und dann spielt er trotzdem nicht. Ja. Also das hast du während der Saison hast du das anders. Wenn sich jemand dann konkret anbietet für das nächste Spiel, dann ist es gerade bei Kovac so, dass die Person dann trotzdem noch eine Chance bekommt. Aber so vom Trainingslager heraus in die Stammelf ist es, glaube ich, echt schwierig. Überhaupt wahrscheinlich hat Suskov die besten Möglichkeiten, weil er genauso als Spieler geholt wurde. Ne? Und als Spieler, der bei Stuttgart nicht mehr die Position bekommen hat, die er sich erhofft hat. Also das heißt, ich kann es mir schon vorstellen, glaube aber, dass die Eintracht schon sicherheitshalber fährt und ihn vielleicht auf die Bank setzt. Was vielleicht auch schon nicht so verkehrt wäre für einen Spieler, der von Stuttgart eigentlich nicht mehr wohl gelitten war, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Und ich denke auch, dass wir darüber sprechen, dass wenn wir uns so eine Aufstellung jetzt aufmalen, die wahrscheinlich sowieso nicht stattfindet. Das ist genau das. Dann spielen wir in Freiburg und dann Abschlusstraining, zack, da zwickt die Wade bei die Guzman und dann ist es... Genau. Dann ist Besuchkopf da und dann ist er der beste 13. Mann oder 12. Mann, dann kann das ja durchaus sein. Ich glaube, bei der Eintracht hast du es als Aussechsel. Wenn du es auf die Bank schaffst, weißt du, okay, irgendwann spiele ich sowieso. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich. Obwohl ich immer noch sagen muss, ein Besuchkopf ist immer noch für mich, wenn Fabian und Gacinovic fit sind, ist trotzdem auch, da bin ich voll bei euch, muss er sich hinten anstellen, meiner Meinung nach. Außer er spielt natürlich überragend. Ich kann es aus den Testspielen, ich muss wirklich sagen, wie ihr sagt, Rückschlüsse da auf die Saison zu ziehen, ist, glaube ich, fatal. Und, ja, gut, das ist auf jeden Fall nicht tragfähig. Ne? Aber gut, wir haben jetzt so die Mittelfeldposition ein bisschen beleuchtet und du bist jetzt eben schon zu den Stürmern gegangen. Das heißt, also für dich Haller gesetzt? Ja. Und daneben? Fabian. Für dich?
Ja, ich würde natürlich Alex Meyer gerne mal wieder sehen. Sehr gut. Ich finde es schön, dass wir haben schon seit 7 Jahren diesen Eintracht-Podcast und seit so vielen Jahren behandeln wir immer wieder Alex Meyer, ja, der ist kontrovers behandelt wird. Also für dich ist aber Haller auch gesetzt. Ja, Haller ist auf jeden Fall gesetzt. Ja, auch ja, trotz der Tatsache, dass er, wenn du jetzt um Testspiele geredet, über Testspiele und Trainingsleistungen geredet hast. Spiel heute, glaube ich. Ja, gut, aber er ist nicht jemand, der großartig herausgeragt hat. Ne? Also man muss ja sagen, dass er einer der Enttäuschungen in den letzten Wochen war. Ja, aber er kam auch sehr, sehr spät, obwohl er so früh verpflichtet war, kam er ja auch später zu. Ich weiß gar nicht, da gab es irgendwie Visa-Probleme oder was. Ja gut, er kam zum USA-Trainingslager später. Genau, genau, genau. Also im Endeffekt... Bitte? Davor hat er schon mit dem Mann. Genau. Wir gucken mal, inwieweit er sich dann auch, vielleicht braucht er einfach ein bisschen Zeit. Ich denke, er hat die Qualität, dass er uns auf jeden Fall diese Abhängigkeit von einem Spitzenspieler... Bei 7 Millionen hoffe ich das auch, ja. Ja, aber das ist ja unser wichtigster Punkt. Wir brauchen im Endeffekt einen Spieler, der auch mal, wo du sagst, ah, das ist wie ein Alex Meyer, dem spielst du an und der kann was aus dem Ball wirklich machen und nicht, da wird 10-mal um den Strafraum rumgespielt. Also ich denke, mit Haller sind wir auf jeden Fall gut. Okay, gehst du dann auch... Okay, dann... Na, eigentlich haben wir keine Option mehr, weil wir müssen Fabian spielen lassen, der einfach einer der besten Spieler der Eintracht ist, oder? Jovic. Ich finde, ja gut, mein System sieht ein bisschen anders aus. Ich hatte eigentlich, wenn ich jetzt mal, ne, ich hatte eine Position davon abgezogen. Ich hatte dann eigentlich gesagt, De Guzman raus, Gacinovic rein und Fabian normales Mittelfeld und ganz oben, also beziehungsweise offensives Mittelfeld und oben Jovic und Haller. Das war eigentlich so ein bisschen mein Plan, weil ich so das Gefühl habe, dass Jovic aktuell eigentlich schon auch sehr, sehr gut performt. Ne? Also ich meine, Dieter Spiel, die wir uns angeguckt haben, er hat eine gewisse Grundschnelligkeit, ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass er das Spiel verstanden hat. Und ich glaube auch das Spiel unter Kovac verstanden hat. Ich hätte es eigentlich nicht gedacht. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er so ein typischer Ersatzspieler ist. Aber was man auch hört, was du auch hörst von Kovac, der ihn lobt, der auch was zu sagen hat, ja, dann auch so kommt, jetzt kommt auch mal Bruno Hübner und lockt und sagt so ein bisschen, dass ihm der Spieler ganz gut gefällt. Vielleicht ist Jovic auch ein Spieler, über den man nachdenken müsste, eher sogar als Alex Meyer. Das sowieso, Alex Meyer ist ja jetzt auch erstmal fehlt, weg. Fehlt noch. Alex Meyer ist ja die Mascarell-Nummer, der ist wahrscheinlich in der Runde. Und was machen wir denn eigentlich? Okay, und was machen wir dann mit Rigota? Rigota ist kommt jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Wer hat diese Saison oder in den letzten 2-3 Monaten was über Rigota gelesen? Also, es ist echt krass, ne? Also, es ist ein Spieler, der uns, ja? Ja, der hat wohl eigentlich schon ganz gut geholfen, die anderen Spieler zu entwickeln. Genau. Es ist auch eine Qualität. Also es ist auf jeden Fall eine Qualität. Er ist dann halt beratet des Trainingsstabes. Verbindungsstück. Ja, also aber ich sag euch, was, ich also nicht auf dem Platz, trotzdem nicht. Nee, ja. Gota ist einer der technisch besten Stürmer, den wir hier die letzten Jahre hatten. Der hat halt ein Problem, irgendwie sein Potenzial auf den Platz zu kriegen. Jeder schimpft über ihn. Wenn der aber mal im Kopf fit bleibt und fokussiert und scoret, dann ist er eigentlich sogar zu gut für die Eintracht, ehrlich gesagt. Ja, in einer anderen Welt wahrscheinlich. Nicht in der Welt, in der wir aktuell leider leben. Aber natürlich, wenn optimal laufen könnte, dann kann es schon sein. Aber momentan sehe ich es halt leider nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das fehlt mir ein bisschen, aber das heißt, also ihr seht auf jeden Fall Haller, ich sehe Jovic da und du siehst dann dementsprechend mit einem anderen Spielsystem, siehst du Fabian da. Ja. Zweite Spitze. Ja, also ich stehe statt bei dir, Jovic, ist bei mir Fabian. Genau, und bei dir? Ich gehe im Endeffekt ja mit Meier, aber dadurch, dass er auch ausfallen wird. Du bist der letzte Verbleibende. Bin ich der letzte Verbleibende, genau. Ja, nee, ansonsten bin ich da eigentlich voll bei dir mit Jovic. Okay. Wäre in Ordnung für mich. Aber ich schick dir Audio-File dann trotzdem zum Alex Meier, vielleicht bekommst du ein kostenloses Trikot oder so, ja. Keine Ahnung, vom Kapitän, er ist immer noch Kapitän, jetzt ist er wieder als Kapitän immerhin, bestimmt worden. Aus Gründen, ich glaube, so, also ein bisschen so. Mangel als Alternativen, halt. Wenn ich mir das angucke, hätte es noch Hasebe nehmen können, aber ansonsten ist es halt einfach dünn. Ne? Abraham, oder? Ja, Abraham, stimmt. Abraham wäre eigentlich eine ganz gute Option. Warum ist Abraham eigentlich kein Kapitän? Der wollte nicht? Der wollte auch. Der wollte. Dann finde ich es umso befremdlicher. Vielleicht sind seine gelegentlichen Ausfälle. Kovac ein Dorn im Auge. Hat er öfter mal. Wahrscheinlich wollen die sich nicht noch eine Baustelle aufmachen. Ja. Wenn du Meier jetzt auch noch die Kapitänsbinde wegnimmst, dann gehen die Diskussionen, die es eh schon gibt, gehen dann noch weiter. Ja. Mein Gott, das ist doch eben. Also heutzutage haben wir ja nicht mehr dieses typische, jawohl, jetzt spiele Kapitän. Also du hast flache Hierarchien, eigentlich gibt es keinen richtigen Kapitän. Da kannst du irgendjemanden geben, der ist zufrieden, der denkt, der ist der Captain. Meine Güte. Also ein zweiter Kapitän mit der eh bis Januar. Also richtig, da spielt er irgendwie auf dem Platz. Ist ja dann auch.
Ja, ne, im Endeffekt, Abraham ist ja auch, ja, da haben wir eben schon drüber gesprochen, ist ja auch so ein typischer Spieler, wo du auch den dich halten kannst, ne, das und ich glaube... Genau, da gibt es nicht einen Funken Diskussion. Nein, es ist halt... Wenn du sagst, Abraham spielt, sagen ja, okay. Er hat halt aber auch eine gewisse Grundaggression, die ganz gut tut, ja, und gleichzeitig spricht er mehrere Sprachen, was auch wichtig ist, das heißt, er kann sich sowohl mit Fabian gut unterhalten, als auch mit einem Marco Russ, was auch ganz wichtig ist, Marco Russ mit Personal, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, vielleicht nachher mal sprechen. Er spielt aber heute, glaube ich. Ja, Marco Russ ist schön für ihn, ich glaube, das ist das einzige Mal, dass er in der Saison, glaube ich, spielen wird. Ich habe echt nicht das Gefühl, dass da noch großartig viel geht. Aber, ja, oder? Nee, aber Russ brauchen wir auch nicht reden. Nein. Also ich glaube, Russ wird auch im Profifußball nicht mehr viel tun. Nee, ne? Aber wir müssen noch über eine Personalie reden. Da haben wir am Dienstag auch schon gleich drüber gesprochen. Barkok. Wow, krass durch. Barkok ist ja... Ist schwierig. Also denke ich auch, dass er, wenn das Mannschaftsgefühl funktioniert, ist er, denke ich, eine Alternative, auch für die Position wie die 6 oder auch eventuell sogar für die 8. Aber ich glaube, ja, links außen. Ich glaube, das Barkok könnte der Spieler sein, den du dir wünschst für diese Flexibilität. Wenn du sagst, okay, du willst mal mitten im Spiel umstellen und du merkst, du kommst in Freiburg zum Beispiel, kommst du nicht durch die Mitte, kommst du nicht durch. Ja. Dann wechselst du halt mal, keine Ahnung, De Guzman aus und Barkok rein, dann machst du das Spiel breiter und hast dann jemanden, der einigermaßen schnell ist. Also was anderes als links außen sehe ich bei Barkok gar nicht, ehrlich gesagt. Weil aber so schnell fand ich ihn leider gar nicht. Ich finde ihn eigentlich schon. Doch, der hat schon eine gute Grundschnelligkeit. Ja, wenn er einen Ball hat und nicht sofort verliert. Ne? Das ist dann auch immer so der Punkt. Oder nicht zum Gegenspieler passt. Das ist das Problem, warum ich ihn überhaupt auf links außen stellen würde, weil da die Ballverluste nicht so tragisch sind. Ja, genau. Also wenn du auf links außen einen Ball verlierst, dann kannst du es noch reparieren. Ja, genau. Wenn du ihn aber auf die 6 stellst und der macht da irgendwelche Faxen auf dem Glaubensspielplatz, dann, naja... Ja, aber ich meine, okay, jetzt haben wir die Aufstellung so einigermaßen zusammengewurschtelt. Nach einer halben Stunde. Ja, immerhin. Also ich glaube, bitte? Ja, Kamada. Ja, logisch, es fehlen ja einige Spieler, aber Kamada ist... Super zu sagen, wenn wir jetzt alle die bei dir rausfallen oder bei mir rausfallen, was für eine Bank du hast. Du hast, wie gesagt, du hast Kamada auf der Bank, du hast einen Hergota, einen Niovic oder einen Fabian auf der Bank. Ja. Dann hast du noch einen Ordonez auf der Bank, den man auch nicht abschreiben sollte. Fabian hat auch gedauert. Du kommst aus Südamerika hierher, du lernst ein anderes Spiel. Ordonez ist halt ein geiler Brocken, also das muss man schon sagen. Ja, wenn du dem einigermaßen zeigst, okay, verhalte dich diszipliniert, geh abends nicht so lange feiern und mach jetzt nicht so leichtsinnige Nummern, dann ist das ein Riesenverteidiger. Von den Anlagen her. Ich denke, wie teuer war der? Eine Million hat er, glaube ich, gekostet. Ne? Was eigentlich, ich glaube, das kann echt nur eine gute Verpflichtung sein, weil der sieht aus wie ein Brocken, der schon so ein 30-jähriger Türsteher oder so, aber der Typ ist halt auch noch relativ jung. Ne? Und ich glaube, das kann schon eine ganz gute Sache sein. Also gerade Ordonez, sagt der Kleine auch, oder die Kleine, ist auf jeden Fall anscheinend auch dafür. Ich denke, das kann, zumindest auch für die Bank ist es eine super Sache. Ne? Und wie gesagt, wir haben Barkok noch. Kamada hat sich in den letzten Spielen ja auch deutlich angeboten und wohl viel Positives gehört. Vielleicht auch so ein Spiel, den kommt jetzt aber ist ja Kamada wäre Zeit auch bei Fabian. Also wenn wir ganz ehrlich unter uns jetzt hier sind, Fabian wird wahrscheinlich die ersten 10 Spiele auch nicht spielen. Ja. Mhm. Wenn die Eintracht anfängt, sich unkonkret über Verletzungen zu äußern, weißt du, okay, also dann ewig, das ja. Klar. Fabian hat wahrscheinlich einen Knorpelschaden oder irgendwas. Oh Gott, erzählen uns das nicht. Aber dieses, er hat mysteriöse Beschwerden, wir müssen jetzt erstmal schauen und er hat die schon die ganze Zeit, er macht nur Yoga. Das heißt, bei der Eintracht Minimum 10 Spiele ist er nicht da. Und vielleicht ist das die Chance, weil ich sehe Kamada eigentlich, das ist auch so eine Kagawa-Nummer, der darf nicht in Positionen geraten, wo er viel Zweikämpfe führt, ehrlich gesagt. Aber es ist halt so typisch, ne? Ich meine, wir haben eigentlich über Kamada bislang gar nicht gesprochen, ne? Für uns auf der Bank. Über Danny Blum haben wir auch nicht gesprochen, weißt du, das ist auch so ein Typ, ne? Wo Danny Blum, wo du eigentlich das Gefühl hattest, beim letzten Spiel der Hinrunde, als wir gegen Salzburg, sage ich schon, Red Bull auch, aber Red Bull Dingsbum Leipzig. Ja, wo du das Gefühl gehabt hast, der ist geil, der hat Bock drauf gehabt. Und der hat Bock drauf gehabt, dieses total irrelevante 2-2 zu machen. Ja, was total geil war. Ja, und eigentlich sind Spieler, der eine gewisse Emotionalität mitbringt, die du manchmal vielleicht auch brauchst. Aber halt auch so irgendwie so trotzdem ein Bankspieler, oder? Das ist auch, glaube ich, eigentlich der einzige wirklich Linksaußen, den wir im Kader haben. Der wirklich Linksaußen als Spezialdisziplin hat. Blum. Ja. Hast du ja auch noch so Spieler, ich weiß gar nicht, wie heißt er, der sich die Schulter damals auch verletzt hat, nicht Salcedo, sondern Wolf, genau. Ja. Das ist natürlich, der kann aber nur rechts spielen, ne? Ja, Wolf hat ich natürlich so das Gefühl, der kann alles und nix. Also ich glaube, ihre Wolf ist eigentlich eher so ein Hauptding ist, dass er Deutsche ist und dann kriegst du diesen die Quote. Und die Quote. Also. Da machen wir uns, glaube ich, nichts vor, dass der keine Rolle spielen wird. Aber er hat die letzten Spiele gespielt. Ja, und auch gar nicht so schlecht.
Und er hat auch sogar, der hat auch teilweise mal im defensiven Mittelfeld gespielt, wo ich mir gedacht habe, das war ein saugeiles Spiel, was er gemacht hat, dafür, dass er halt nicht diese Position normalerweise bekleidet. Übrigens, über wen haben wir auch nicht gesprochen? Ich weiß, wir haben sehr viele Spieler im Kader, aber Medojevic, der eine Vertragsverlängerung bekommen hat, es tut mir leid, Medojevic ist leider mein Lieblingsthema, ja, weil ich immer wieder auf diesen Spieler zurückkomme, der halt ein gutes Spiel im DFB-Pokalfinale gemacht hat, aber irgendwie, ich sehe ihn auch heute nicht. Ich sehe den auch nicht in der Bank, ich sehe den nicht auf der Bank, aber. Wir müssen mal weiterkommen. Wir können uns jetzt hier über den einen oder anderen noch unterhalten. Ja. Aber ich würde mal sagen, was erwarten wir uns denn von der neuen Saison? Ich meine, das ist ja das Thema. Was erwarten wir denn? Wir haben jetzt so lange über Spieler gesprochen und irgendwo habe ich schon das Gefühl, dass uns jetzt hier so, ich will sagen, eine Grundzufriedenheit schon ein bisschen einstellt. Aber was denkt ihr denn? Ich denke mittlerweile gar nichts mehr, weil es ändert sich bei mir jeden Tag. Also ich kann mir an einem Tag vorstellen, dass der Eintracht Sechster wird, dann kann ich mir vorstellen, dass der Eintracht absteigt. Ja. Dann verletzt sich wieder einer, dann ist die Verletzung doch nicht so schlimm, dann hörst du dies, dann hörst du das, Radetzky geht, Radetzky nicht. Ich sag dasselbe wie letztes Jahr, als wir beide zusammen die Saisonvorschau gemacht haben. Zwischen Platz 6 und 16 ist wieder alles drin. Ja. Das hört sich, da rede ich mich natürlich raus, aber es ist im Endeffekt so. Die Eintracht kann sich dann rausspielen. Und wenn ich die Mannschaft, die du hier aufgeschrieben hast, wenn ich die sehe und die bleiben fit, dann können wir auch immer Europapokal einziehen. Da braucht das nichts vor. Das ist eine Mannschaft, die vom Potenzial und wenn die in den Flow gerät, ist die nicht schlecht. Das ist keine Mannschaft, wo du sagst, wie Augsburg, wo du denkst, ja, wir bleiben drin, wir spielen destruktiven Fußball und wenn wir uns die Klasse erkämpft haben, ist alles gut. Diese Mannschaft ist eine, die kann eine ähnliche Saison spielen wie von dem Herrn da hinten, Köln. Und Haller kann ähnliche Tore wie Modest schießen und geht dann fürs doppelte Geld nach China. Aber es kann aber auch eine Saison geben, wo du denkst, die Eintracht hat wieder mal 7 Millionen für Alli rausgebraten, der nicht besser als Fenin ist. Hat 6 Millionen für Williams rausgebraten, der auch nicht so gut ist. Ja, und dann bist du plötzlich auf Platz 17, weil die Bundesliga kein Darmstadt, kein Ingolstadt mehr hat. Die Eintracht kann auch absteigen. Sorry. Dann ist alles vorbei. Dann ist alles wirklich vorbei. Ja, aber dann haben wir nicht wieder geile Auswärtsfahrten. Aber du sprichst einen ganz guten Punkt an. Denn warum ist alles vorbei? Ja, weil wir dann an unsere finanziellen Grenzen gegangen sind und es probiert haben, das heißt, miteinander mitzuhalten und dann trotzdem nicht das sportliche Ergebnis hatten. Das kann natürlich ein größeres Risiko einfach sein. Ich sehe das aber gar nicht so schwarz. Ich denke, die Hoffnung ist, und wir sehen ja viele Spieler kommen realistisch in der Rückrunde wieder. Ja. Für mich ist das so ein bisschen die Hoffnung und es sind wirklich Spieler mit guter Qualität, ob es ein Mascarell ist, ob es ein Meier ist und so weiter. Wir fallen eigentlich jede Saison in der Rückrunde, macht Hinrunde super und Rückrunde geht in den Keller. Und diese Saison ist es vielleicht, wir spielen eine ordentliche Hinrunde, eine überragende oder wirklich gute Rückrunde oder zumindest krachen wir nicht so in den Keller. Ja, ich glaube, da hat der Dennis echt eine gute Idee, weil die Sache ist ja die, du hast normalerweise oft eine gute Hinrunde, dann verletzt sich die Hälfte, wie letzte Saison, dann kackst du ab. Jetzt sind die Leute halt jetzt schon verletzt. Die können sich nicht nochmal verletzen. Ja, ist so. Ist doch super. Und dann spielen wir mit Mascarell und Meier schießen eine Rückrunde 8 Tore und die Eintracht wird 6. Umgekehrte Psychologie. Genau. Vielleicht ist es Taktik von Eintracht, die verletzt. Wenn du schon in der Scheiße hängst, dann kannst du nicht mehr reinfallen. Genau. Ja, gut. Ja, ich meine, das ist ein Ansatz. So, ne? Machen wir das Dennis hier. Nein, du musst natürlich sagen, wir müssen natürlich noch die ein oder andere Position jetzt besetzen. Das hoffe ich auch. Würdest du? In Verteidigung bin ich auch eigentlich bei dir und auch mit dem Linksaußen gefällt mir nicht, dass wir da über Positionen wie Blumen oder sowas reden. Ne? Dementsprechend, aber wenn du da wirklich was Solides noch verpflichten kannst und eventuell leihen kannst, dann denke ich, geht es im Winter auch wieder aufwärts. Du hast da Potenzial in der Mannschaft, was du dann halt erst abrufen kannst. Tja, schauen wir mal. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Habe nicht so das Gefühl, dass wir jetzt noch großartig viele verpflichten. Also ich glaube, ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, wir verpflichten noch einen Innenverteidiger mit, der Kollege, der jetzt kommt. Und dann ist es, wie gesagt, ich warte bis zum 31.8. und dann geht die Musik von Ante Rebic an und dann haben wir unseren Außenstück. Wir dürfen aber trotzdem auch nicht vergessen, es kann passieren halt noch ein bisschen was, ne? Wir haben jetzt im 5.8. Kann natürlich auch noch jemand gehen. Und wer geht noch, genau. Ja, das ist das. So, aber, ja gut, aber ganz ehrlich, jetzt... Fabian geht wahrscheinlich schon wieder nicht mehr, weil die Leute auch Kamerad ist. Nee, ja klar. Dann sind die Angebote weg. Aber die Leute, die jetzt hier mit dem Kopf genickt haben, sagt mir doch mal, wer hier gehen soll. Wer soll gehen? Also wer ist denn, ich weiß ja auch. Regesel und Blumen. Regesel und Blumen. Ja, okay. Wenn du dafür was gut ich würde auch Chandler verkaufen, wenn mir jemand 7 Millionen Euro. Oh Gott, 7 Millionen von Chandler. Ja, klar. Chandler ist jung, der AS Rom ist schon irgendwie seit Jahren an dem dran. Und Chandler, ja. Ist jetzt irgendein betrunkener italienischer Scout. Und wenn er sagt, okay, der hat noch eine bessere Saison gespielt, wie gehen wir 6 Millionen Euro? Ja, gut, okay. US-amerikanischer Nationalspieler. Das stimmt. Ja, also gut, okay, wenn der Chandler für 7 Millionen verkauft, dann bin ich auf jeden Fall auf eurer Seite. Aber ansonsten.
Bitte? Dann kauft bestimmt auch noch jemand Meier. Ich finde es, also mit Meier finde ich es halt einfach schade. Ne? Also ich denke, Meier wäre schon ein Spieler gewesen, der zumindest sein Glück in den USA noch gefunden hätte. Aber ich glaube, er selbst hat sich zwar ein Haus dort gekauft, scheint aber nicht keine Anstalten zu machen. Und also finde ich schade, ehrlich gesagt, weil Meiers Abschied bei der Eintracht hätte so gut enden können mit einem schönen Gegner in den USA. Ich finde es schade, dass es jetzt nicht passiert. Also verletzt bekommst du den auch nicht mehr los. Das selbst, ist, selbst die amerikanische Liga will ich nicht. Nein. Okay. Das heißt, also wer noch? Wirklich Chandler? Sagen wir, dass Chandler hier neben Regesel... ist der Einzige, der noch Geld einbringen könnte, sagen wir mal. Also ja. Für einen Blumen kriegst du nichts, für einen Regesel bekommst du nichts. Musst du wahrscheinlich noch das Gehalt bezahlen. Bitte? Was ist mit Barkow von Arsenal? Was ist mit dem Gerücht? Ja, das wäre super, wenn irgend so ein Idiot sagt, hey, ich gebe euch 9 Millionen Euro für den. Das ist halt leider realistisch, ja. Also die Kiste ist durch. Also er hat ja selber gemeint, dass es nicht so, dass es überhaupt gar nicht so durch war. Okay. Also so heiß war. Okay. So durch sind wir, aber heißt die Kiste war gar nicht so heiß. Und es muss im Endeffekt so sein, dass es also keine Angebote gibt. Das hat auch Hübner nochmal bestätigt. Ich glaube, die Eintracht wäre sogar relativ froh gewesen, hätten sie den für einen Betrag 5 plus verkaufen können. Ja. Ich glaube, es wäre für seine persönliche Entwicklung, was ich auch immer wieder sage, tut mir leid, die regelmäßig hören, wäre auch gut gewesen. Weil ich denke, dass dass Barkok nicht die Entwicklungsmöglichkeiten in Frankfurt hat, auch aufgrund seines persönlichen Umfelds. Und ich glaube, das ist ein Manko, dass es vielen in Frankfurt nicht so leicht fällt, sich durchzusetzen aufgrund ihres persönlichen Umfelds, was sie haben. Und gerade bei Barkok, der zwar U-Nationalspieler ist, Deutscher, aber sonst ein paar Probleme mit sich rumträgt, ich weiß gar nicht, ob wir den in 2 Jahren in der Bundesliga sehen. Weiß nicht, ich finde es problematisch. Hast du dich gemeldet gerade? Alles gut. Ja, keine Ahnung. Also Barkok ist, glaube ich, für mich einer der schwierigsten Personalien, weil auf der einen Seite ein großes Talent bei der Frankfurter Eintracht, der die Anlagen zeigt, auch gerade in der Hinrunde gezeigt hat, aber in der Rückrunde ziemlich abgeschmiert ist, immer noch durchgezogen wurde und ich glaube aber jetzt den Anschluss vielleicht verlieren kann. Kann passieren, du hast ja schon angesprochen, das Umfeld. Mhm. Ich tue mich immer schwer, bei solchen Spielern dann zu urteilen, weil mir würde das auch passieren. Ich würde auch 10 gute Spiele machen und dann würde ich es auch gut sein lassen. Aber ja, wie du es gesagt hast, es ist gefährlich. Es kommen viele Schulterklopfer, wenn du das nicht richtig einschätzen kannst. Dann gerätst du in Kreise, die du erst cool findest. Aber ich will ihm auch gar nicht zu viel unterstellen. Aber wie du sagst, er muss jetzt eigentlich doppelt so viel arbeiten, wie er eigentlich tut, um das zu erreichen. Weil du es gesagt hast, als er es normal gemacht hat, ist er dann aus der Mannschaft rausgerutscht. Und wenn er es jetzt ein bisschen schleifen lässt, dann geht das ganz schnell. Dann spielt er irgendwann, dann macht er diese typische Korkmaz-Nummer, dann wirst du nochmal nach Ingolstadt ausgeliehen. Ja, gut. Dann gehst du nochmal nach Österreich, dann gehst du nochmal kurz dahin und am Ende landest du bei Kayserispor, sonst irgendwas. Das Korkmazer Profifußballspiel finde ich sowieso übrigens krass nach den vielen Verletzungen. Ich muss ganz kurz. Du bekommst nur noch Geld, ja? Ist kein Problem. Benny Köhler hat heute auch die Karriere beendet. Also das heißt, ja gut, aber er ist jetzt auch schon gesegnetes Alter. Also dafür, dass er nochmal von Krebs zurückgekommen ist, Profifußball gespielt hat, auf jeden Fall eine ordentliche Kiste. Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Kayo spielt mittlerweile in Tel Aviv, sondern woanders. Auf jeden Fall in Israel jetzt, ne? Okay. In Haifa, ja. Also das heißt, was echt krass ist, wenn wir uns überlegen, wie viele Tore Kayo noch geschossen hat in der Schweiz. Ich weiß, die Schweiz ist so eine Fußballliga, so ein bisschen eine Operettenliga, ja, aber ich meine, der hat jedes Jahr, und deswegen habe ich einen gemeinsamen Freund von uns, muss ich noch mehrere Kästen ausgeben, der hat über 10 Tore jede Saison geschossen. und Champions League gespielt. Also ich meine, Kayo hat Champions League gespielt. Hat Qualität. Und wir maximal auf PlayStation 3 oder 4. Also ich meine, muss man schon sagen, Respekt. Ja, ich würde auch sagen, wir machen jetzt gleich mal eine kurze Pause. Wenn ihr Themen habt zur Frankfurter Eintracht, können wir auf jeden Fall gleich dann noch drauf zurückkommen und würde sagen, jetzt singen wir erstmal ein bisschen was. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir haben jetzt 4:05. 4:05 würde ich sagen, wir treffen uns um 17:30 wieder. Und dann geht's weiter. Alles klar. Ciao. Dankeschön. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 des Eintracht-Podcasts live heute in Liebes City. Und wie wir gerade sehen, die Eintracht, sie straft uns Lügen, ja? Denn alle Spiele, die wir vorhin runtergemacht haben, am laufenden Band, ja, eben zuletzt hat sie sogar... Runde. Ja, super. Qualitativ hochwerten. Ja. Zuletzt Ayman Barkok, der schon weggesprochen. Ja. War schon halb im Gefängnis. Ja. Der ist sehr schlecht. Ist der schlecht. Sehr, sehr amüsiert war ich auch über das 2:0 von einem Spieler, der von Basti vor 20 Minuten noch
Ja, was hast du gesagt? Der Spieler, der nur Deutschland Quote. Ja. Also Marius Wolf mit dem 2-0. Also ich sehe schon, hier läuft der DAX. Ja. Vielleicht sollten wir auch einfach aufhören. Wir machen jetzt trotzdem weiter, und zwar mit dem zweiten Teil. Wie gesagt, der Interaktiv wird gerade auch genau deswegen damit mal anfangen. Leute, habt ihr Fragen an uns? Habt ihr Fragen an den Eintracht-Podcast? Ja. Was ist das Gesamtbudget diese Saison? Weiß das überhaupt jemand? Ich habe total den Überblick verloren. Bei den ganzen Summen rausmalen. Ja, was? Vom Podcast? Sich, oder? Das muss mehr sein. Was ihr erlebt gerade. Richtige Frage. Ja, ein bisschen weniger. Ja, aber Basti, sag nochmal. Also ich würde ja eigentlich würde denken, dass sie die Kader, was waren das? Waren mal so ein paar 30, das sind jetzt, glaube ich, knapp 40. Ja. Das müsste ja auch gerade 40 kratzen. Und die was Plus heutzutage ja immer noch nicht ist. Also da gibt's halt doch, das müsste ja eigentlich mehr sein, plus 10 von Stäubing und Konsort. Ja, aber da ist ja aber das siehst du ja nicht in das Fußball. Das ist eine einmal, das ist durch. Genau, das ist einmal. Du meinst ja Etat. Etat ist 40. Ja, Etat, würde ich gerne mal wissen. Nee, Etat. Ja, Etat das ist Etat ist 40. Ich glaube, okay. 40 bis 43 Millionen. Ne? Okay. Und das ist das Aktuelle. Aber wenn da noch irgendwas dazukommt, aber das hast du ja gehört, das wird ja sofort wieder dementiert. Stolping ist sowieso jemand, der sich ganz gerne der Bild zerreden hat, aber ich glaube, was da wirklich passiert, wissen wir auch. Okay. Aber ich glaube, diese 45 bis 43 Millionen, ich denke, da können wir schon festhalten. Okay. Ich muss ganz kurz nochmal auf die Mannschaft zurücksprechen. Also zurückkommen. Und wieder lauter? Und zwar, wenn jetzt der Radetzky wirklich gehen sollte, ja. Ist nun Zimmermann da für die 2-3 Spiele, sag ich jetzt mal, ein ordentlicher Ersatz geholt worden? Oder wie soll man das einschätzen? Willst du einmal durch? Also ich sage nein. Okay, also ich sage nein. Ob er diese 2-3 Spiele überbrücken kann, welche, ist halt wirklich. Welche 2-3 Spiele? Ich sag jetzt mal, wenn der Radetzky jetzt wirklich gehen sollte. Ja. Dann musst du gleich ein. Ja. Da kann keiner. Sonst kannst du den nicht gehen lassen. Okay. Also gegen Erntebrück wird es funktionieren. Ja. Aber bei Wolfsburg ist schon vorbei. Ich, ehrlich gesagt, das ist ja sowieso für mich, die Verpflichtung von Zimmermann war für mich so eine Konzessionsentscheidung. Das hast du halt einfach gemacht, weil der war irgendwie frei, der hat sich noch nicht mal wirklich beim Löwen durchgesetzt. Ja, der hat eine gute Zeit in Heidenheim gehabt. Aber ich glaube, ganz ehrlich, das ist ein Spieler, der Eintracht wohlfühlmäßig gut tut. Sein Bruder, er, die gehen so öfter ein bisschen feiern und so weiter. Da hat mir auch die andere Geschichte gedacht. Ja. Also, ich glaube, der wird eigentlich nicht zu vielen Spielen kommen und er sollte schnellstmöglich aus dem Tor dann wieder raus. Aber ich denke, ich gehe davon aus, wenn die sich nicht einigen können, wird er noch ein, zwei Spiele machen. Oder Basti? Also, ich bin der Meinung, wenn Radetzky verkauft wird, dann würde ich es genauso machen. Bei Kutschka wurde es ja so kommuniziert. Und wir schreiben das Ding nur, wenn der Ersatz sicher ist. Da würde ich es jetzt genau. Am Ende stehst du mit ganz Zimmermann da. Das ist ja nicht blöd. Aber vielleicht, was macht der Luka Nikolov? Dirk Hein hat noch so eine Schaffarm, oder? Vielleicht könnten wir den zurückholen. Köpke ist auch gar nicht so. Naja, gut, okay. Gibt's sonst noch? Ja, bitte. Ich wollte noch mal ganz zum Anfang zurückkommen, auch zu Radetzky. Und zwar habt ihr das kritisiert, dass man erst sagt, naja, so... Er soll weg und dann sagt irgendwie, naja, jetzt soll er doch bleiben und jetzt geht er vielleicht doch weg so. Aber ich finde, im Endeffekt wurde die zweite Kommunikationsrunde mit der bleibt jetzt, ist das einzige Richtige. Wenn, dann kritisiert man die erste, wo man sagt, ja, entweder wir verlängern jetzt oder du musst gehen. Was kommen denn dann bitte für Angebote für den Rhein? Dann kommt irgendjemand und sagt, ja, hier 3 Millionen, wenn ihr ihn loswerden müsst. Die einzige sinnvolle Kommunikation ist doch zu sagen, Junge, du bist so geil, wir halten dich und dann gehst du halt ohne Ablöse, weil du so geil bist. Und dann kommen doch die wirklich guten Angebote. Und in dem Moment muss man sagen, ob die im Hintergrund nun denken oder nicht, dass er verkauft werden sollte oder nicht, die einzig richtige Kommunikation ist zu sagen, du bleibst, weil du so geil bist. Und dann kann man auch, denke ich mal, drauf setzen, dass andere Vereine das dann ähnlich sehen. Wenn ich sage, wenn ich den anbiete, wie nennt man das, irgendwas Schlechtes, ja, dann kommt halt auch das. Deshalb, das habe ich bei euch eben ein bisschen, die Kritik wollte ich mal ein bisschen rausnehmen an der Kommunikationsstrategie. Nee, da hast du vollkommen recht. Also das ist ein guter Punkt, was er gerade sagt. Denn es ist wirklich schwierig. Ich glaube, bei der ersten Kommunikationsrunde, um jetzt mal deinen Terminus aufzunehmen, ist ja wirklich auch falsch gelaufen von der Eintracht. Also man kann über vieles reden, man kann über Radetzkys Vater sprechen, ne, und dass der Zeug erzählt hat. Aber Fakt ist, dass die Eintracht unglaublich wenig schlau agiert hat. Na, es war unprofessionell, es funktioniert nicht mehr. Man hätte wirklich genauso sagen können, nee, der bleibt und so weiter und so fort, auch das mal aufhören. Aber dass man auf jedes Stöckchen rübergesprungen ist, was einem geboten wurde, war auch nicht wirklich professionell. Muss ich sagen, vollkommen richtig. Und du verkaufst natürlich das Spieler sowieso viel besser, wenn du es eigentlich gehen lassen willst. Ne? Ganz klar. Das ist ein guter Punkt. Danke dir.
Ja, da frage ich mich aber, was Mainz gemacht hat, ne? Mit dem Adler. Ich fand das ein schlauer Move. Ja, aber Adler. Ja, wieso? Bartschuber, weißt du. Der ist doch nicht verletzungsanfällig. Moment mal, Bartschuber, verletzungsanfällig, okay, gebe ich dir recht. Aber Adler doch nicht. Doch, Adler hat auch immer mal irgendwelche mysteriösen Krankheiten. Ja, der warte mal ab, wie der performt in Mainz. Das ist aber genau der Punkt. Man kann ja, Transfers kann man ja im Nachhinein immer leicht kriegen. Man kann ja dann, wenn der Adler jetzt performt, kann man sagen, wo Dörner denn nicht holt. Aber man kann ja nur jetzt beurteilen. Ich kann zumindest nachvollziehen, warum man René Adler nicht holt. Stimmt, ja. Kann ich zumindest nachvollziehen. Er war da zu teuer, was war da? Der ist im Endeffekt. Magenschmerzen, weil der wahrscheinlich keine Saison durchspielen wird. Das ist auch bei dir. Der hat merkwürdige Krankheiten, wo du weißt, okay, da weiß man nicht ganz genau, was dahinter steckt. Und dann hat er. Es gibt Gründe, warum er sich nicht mal bei einem Verein wie Hamburg. Also warum er, es gibt Gründe, warum er meistens. Also durchsetzt ist ja nicht, der hat ja da gespielt, also durchgesetzt hat er sich ja. Ja, aber die wollten ihn ja nicht haben. Nicht weiter. Das Ding ist einfach, es gibt ja Gründe, warum er mal nach Mainz muss. Es ist ja, in Adler wird ja nicht aufgewacht sein. Das ist mir klar. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Weil guter Punkt. Nee, dann beruhigt es mich ja. Das ist ja gut, das zu nein, er bindet halt unglaublich viel Etat und Kapital. Das und du hast einfach nicht die Sicherheit, dass er wirklich die Saison jetzt auch wieder so performen kann, wie er das mal zu also besten Tagen also du meinst, er kriegt richtig Geld auf. Ja. Das auf jeden Fall. Aber der Name hätte trotzdem gut sein lassen. Du warst Adler in Frankfurt. Ja. Ganz klar. Ich verstehe vor 3-4 Jahren war es mal ganz heiß. Ja, nee, ich verstehe den emotionalen Gedanken beim Schritt. Aber es ist halt, ich glaube... Ja, es hat einen sofort einsetzbaren, sofort performenden eigentlich. Ja, genau. Das ist ja genau der Punkt. Wenn du dann wirklich sagst, weil Adler ist halt immer noch ein ehemaliger Nationaltrainer, du darfst auch nicht vergessen, dass Mainz die Fälle irgendwo auch davon schwimmen. Alles, was irgendwo identitätsmäßig noch für Mainz gesprochen hat, ist in den letzten Jahren komplett abgebrochen. So, wofür steht Mainz? Keiner weiß es genau. Und das ist der einzige Grund, dass du sagst, du holst dir einen ehemaligen Nationalspieler, der irgendwie noch vor irgendwas steht. Ja? Denn ehrlich gesagt war die Verpflichtung des neuen Trainers, Sandro Schwarz, eine gute Verpflichtung. Es war eine der besten Verpflichtungen, die Mainz gemacht hat. Sag ich jetzt. Wir werden aber mal sehen, wie es zur Hinrunde nach der Hinrunde läuft. Es kann auch mega in die Hose gehen. Der Junge war damals mit Alex Schur der beste Jugendtrainer und so weiter und so fort, hat den besten Abschluss gemacht. Aber das ist alles nur auf dem Papier. Ob die Leute dann im Profibereich auch dementsprechend performen, wissen wir auch nicht. Ne? Deswegen, ich würde Mainz mittlerweile auch ehrlich gesagt als einer der Abstiegskandidaten sehen, wenn ich ehrlich bin. Ja? Und, aber das ist dummes Gebabbel und am 30. Spieltag stehen wir auf der 15 und wir auf der 7. Kann alles sein, aber momentan so vom Papier her würde ich sagen, dass hinten ein bisschen die Fälle davon schwimmen. Und deswegen mussten die Adler holen, wir haben andere Leute. Ja, das hilft mir sehr. Ich glaube, wir haben auch vergessen, Axel hier. Nee, den wollte ich jetzt noch einführen. So. Ich wollte erst noch mal wieder Fragen warten. Wohin? Alter, ich probiere das mal zweiten Wessel zu lassen. Aber du hast noch eine Frage. Genau, ich habe eine Frage, die genau dahin führt, weil... Zum Axel. Genau, weil ich mich frage, wie die Eintracht gegenüber den Mannschaften dasteht, die jetzt dieses Jahr Europa spielen. Also Stichwort, Freiburg hat sich ja jetzt erledigt, aber zum Beispiel Köln und solche Teams, ja, wie die Eintracht dazu steht und wie wir vielleicht davon profitieren könnten, dass diese Teams im Laufe der Saison besiegen. Eine wunderbare Einführung und deswegen, es ist absolut toll und deswegen begrüße ich an meiner Seite den wunderbaren, einzigartigen Axel Lost in Memphis bei Twitter. Schön, dass du da bist. So, kannst du die Frage denn beantworten? Nee, nicht wirklich. Also ich finde, dass ihr mit Haller oder Alle, wie auch immer das ist. Halle Sepp. Habt ihr einen guten Transfer getätigt? Ich glaube, echt? Dass das... Bitte? Echt? Ja, schön zu hören. Wer davon? Das ist jetzt nur meine Einschätzung. Also ich glaube, dass der wirklich... Dass der eine Addition zu eurem Team ist, was mir eben, also ich wollte es eben auch schon fast gesagt haben, aber ich dachte, ne, er ist der alte Podcast, kann aber schon. Dieses Sprechen von Europa, was da immer vergessen wird, ist, dass wir als 1. FC Köln in der letzten Saison auch unglaublich davon profitiert haben, dass halt Leute, Mannschaften, die scheiße waren. Nicht nur wie die Eintracht, aber auch wie Bayer Leverkusen, wie Schalke 04, wie Gladbach, die Wolfsburg, die halt generisch eigentlich immer vor uns stehen, die eigentlich immer ein besseres Potenzial haben als jetzt der FC oder ich
würde uns dann auf Augenhöhe sehen, Eintracht Frankfurt. Von daher war das für uns halt einfach eine Saison, die natürlich magisch geendet ist, ohne jede Frage, die aber auch mit viel Glück zustande gekommen ist, was man nicht selbst beeinflusst hat. Und das ist halt immer so eine Frage, natürlich kann die Eintracht irgendwann Sechster werden und sagen, ah geil, das ist endlich mal wieder passiert. Es passiert aber nicht jede Saison das, was uns letzte Saison passiert ist, dass die anderen Mannschaften, die eigentlich davor stehen, nicht performen. Ja. Nicht performen. Und von daher sehe ich, würde ich die Frage fast schon ein bisschen falsch gestellt sehen. Weil der ist wahrscheinlich gar nicht der typische Europapokal-Teilnehmer. Wenn du jetzt sagst, wie steht die Eintracht gegenüber Hoffenheim oder wie steht die Eintracht gegenüber von mir aus Schalke, dann würde ich sagen, dass die Eintracht schwer hat. Wenn du sagst, wie steht die Eintracht gegenüber dem 1. FC Köln, dann sehe ich keine großen Unterschiede von der Qualität des Kaders her. Wo ich einen Unterschied sehe, ist, dass wir über Jahre eine eingespielte Mannschaft haben. Dass es uns gelungen ist, über Jahre unsere Leistungsträger zu halten in Köln und dass wir durch ein wahrscheinlich ideal besetztes Funktionsteam, durch ein ideal besetztes Trainerteam in der Lage waren, diese Spieler jedes Jahr weiterzuentwickeln. Und diese Konstanz, die in Köln halt seit vier Jahren, gelebt wird, die hilft uns halt sehr, diese Leistung zu bringen. Und das ist halt, glaube ich, der entscheidende Vorteil, den wir im Moment gegenüber Mannschaften wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt haben, die halt jedes Jahr ihren Kader ja im Prinzip wieder neu zusammenstellen müssen, weil viele Leihgeschäfte. Ja, ne? Ja, das deckt mit Husti-Abgang, das deckt sich komplett mit der ganzen Entwicklung. Das stimmt, was er sagt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Vorteil. Ich glaube jetzt nicht, dass dieser Vorteil, dass du sagst, wir vergleichen jetzt Linksverteidiger und Rechtsverteidiger und unsere Doppelsechs und halten da einfach mal die Klasse dagegen. Aber du kannst halt sagen, wir haben halt einen Matthias Lehmann, der 34 Jahre alt ist und den eigentlich keinen Stich gemacht hat. Ganz fürchterlicher Fußball. Der irgendetwas zugetraut hat. Der bei uns gekommen ist im ersten Jahr unter Stanislavski, wo halt alle gesagt haben, ach du liebe Güte. Jetzt holt er einen aus St. Pauli als verlängerten Arm. Was macht der Mann? Der Mann ist unverzichtbar im Moment für uns, weil er halt eine Konstante in der Mannschaft ist, die einfach im Moment nicht wegzieht. Ich rede zu viel. Nö, aber ich glaube, was er meint, ist, dass dieses, wenn du Köln und Frankfurt auf Augenhöhe siehst, dann habt ihr eigentlich gegen uns gegenüber jetzt in der Liga einen Nachteil, weil ihr eine Doppel-Sitz habt. Ihr habt mehr Spieler wie Freiburg dabei. Ich glaube, dass die Eintracht einen Vorteil gegenüber Köln hat, weil man ein ähnliches Leistungsniveau hat und Köln diese Doppel-Sitz. Meinst du das? Der kurzfristige und der langfristige Vergleich, Vierjahresvergleich. In der Frage habe ich das so gemeint, ja. Okay. Bezogen auf diese Saison. Okay. Das meinst du, da hat die Eintracht eventuell doch. Dann habe ich jetzt gerade 5 Minuten. Nein, aber das war trotzdem eine sehr interessante Ausführung. Weil unsere Leute jetzt bei der Eintracht, gerade Bobic, Stichwort und so, fangen ja jetzt auch langsam an, dass der Groschen da fällt, dass man sagt, okay, man muss langfristig so eine Leitlinie etablieren bei der Eintracht, die auch darauf geht, dass man sagt, man kauft junge oder man versucht junge Spieler für ein bisschen Geld zu verkaufen, ja, 2017. Und ein bisschen was zu generieren, ja. Aber klar ist auch, so eine Verpflichtung von so einem Lehmann ist natürlich auch so eine Sache, die für einen Fan auf den ersten Blick erstmal so fragwürdig ist. Aber wenn man dahinter schaut, kann bei uns so ein Hasebe auch so eine Rolle erfüllen, dass man sagt, der Typ hat verstanden, wie Fußball geht. Und wenn er fit ist, dann hat er einfach auch ein Level, wo man sagt, das haben andere Spieler jetzt, keine Ahnung, ich finde Gacinovic gut und der Junge ist auch talentiert, aber der ist kein Kopf von der Mannschaft. Ich glaube, da muss man immer darauf schauen, dass man auch sich Beispiele daran nimmt, dass Teams wie Köln halt da auf dem richtig guten Weg sind. Ich glaube, dass es ein guter Punkt ist, was wir auch immer auch besprechen, dass die bei der Eintracht eigentlich genauso wie in Köln sein müsste, dass es nicht auf die Spieler ankommt, sondern dass du ein System hast, wo die Spieler reinkommen. Und wenn du zum Beispiel Matthias Lehmann hat bei uns gespielt und hat nichts gegessen, aber der hat bei uns auch unter Trainern gespielt, die sich einfach auf die individuelle Qualität von Spielern verlassen wollten. Die gesagt haben, du bist der Spieler, du leistest jetzt irgendwas.
Köln hat ihn, glaube ich, genommen und hat ihm genau gesagt, du bist nicht der überragende Techniker, aber du hast die und die Aufgabe. Köln hat ja mit Matthias Lehmann, der Transfer hat ja stattgefunden vor der Ära Stöger. Also Matthias Lehmann war schon beim 1. FC Köln, bevor Peter Stöger zum 1. FC Köln gekommen ist und hatte eine Saison, die halt nicht bemerkenswert war unter Stanislavski. Und dann hat Stöger gesagt, okay, das ist aber jemand, den wir für die zweite Liga genau auf dieser Position brauchen, den wir aufbauen können. Und darum herum kannst du dann noch vielleicht junge Spieler einbauen. Das war dann damals der Wimmer in der Innenverteidigung. Das war Jonas Hector. Jonas Hector, man darf das nicht vergessen, auch wenn Jonas Hector mittlerweile Nationalspieler ist. Jonas Hector ist noch ein verdammt junger Spieler. Ja. Der ist noch nicht so lange in der Liga dabei. Und da hat halt Matthias Lehmann einen großen Anteil an diese Mannschaft als Kern zu formen. Und das ist das, was wir jetzt über Jahre gemacht haben. Ja. Also nehme ich es aber auch wahr, weil Stöger ist eine Person, der tritt auch gut auf, der kommuniziert auch toll. Ja gut, aber dann heißt es ja im Endeffekt... Aber es fehlt uns ja. 1,5 Jahre haben wir das jetzt erst. Ja genau, aber die Zeit brauchen wir. Aber jetzt, wenn ich... So, ganz toll, aber Kovac ist ja schon wieder weg. Kovac ist ja am Ende der Saison weg. Weißt du nicht. Ja, komm. Ja, weißt du nicht. Ja, aber das ist schon... Hier, da sind schon so viele Haken gesetzt, weil er ist schon auf dem Sprung zu irgendeinem anderen Verein. Da kotze ich doch jetzt schon. Ah, ich weiß nicht, ich will nicht so negativ denken. Ich glaube, kannst du doch auch vor der Saison nicht sagen. Was ist denn, wenn die... Aber das fehlt uns im Vergleich zu dem, was du gesagt hast. Fehlt uns diese Gleichläufigkeit erstmal, 4-5 Jahre. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja gut, aber die kann ja kommen. Aber wenn Kovac weg ist, kommt das nicht. Ach, ist ja nicht weg. Ah, ich will es ja auch nicht. Ich meine, ich verstehe den Ansatz. Wenn 12er werden, ist er nicht weg. Ja, ich verstehe den Ansatz. Klar, wenn wir öfter verlieren, sieht es besser aus. Aber ich verstehe den Ansatz, aber du darfst hier auch nicht vergessen, dass genau sowas hast du schon mal gesehen. Das hast du bei Hannover gesehen, als Schmadtke da war. Ne? Schmadtke ist auch hier wieder beim FC Köln wieder die entscheidende Personalie. Ja, also die sich auch wieder, wo sich alles widerspiegelt. Wo immer Schmadtke ist, man kann die Person persönlich sympathisch finden oder nicht, aber Schmadtke weiß, wie Fußball funktioniert und weiß, wie er Leute einzusetzen hat. Ganz ehrlich, wer hätte denn gedacht, dass Stöger damals zum FC geht und sagt, ja, also der beste Trainer, den Stöger, den wir ja, gut, wir können sagen, ja, okay, aber sonst hat es vielleicht keiner gedacht. Es ist nachweisbar. Hast du von vorne gesagt? Ja. Am Tag der Verpflichtung von Peter Stöger war ich zu Gast bei Jens Hulber im Sportradio 360. Und der wollte mich provozieren und wollte mich auf Hallen bringen. Ja, jetzt habt ihr einen Österreich. Das wird ja super, werde der Siebter in der zweiten Liga und so weiter. Ich habe sofort gesagt, jetzt. Peter Stöger, Austria Wien, Rekord, fantastischer Mann, wird super. 5 Jahre Europapokal und war nur 4. Deswegen haben wir ihn hier eingeladen, deswegen gesagt, ja, der Magier von Niederrhein. Ja. Genau. Ich kenne auch so ich wollte ihn ein wenig provozieren. Also ich hätte mir bei Köln jetzt dieses Jahr nicht so groß ich komme gleich auf die Eintracht, keine Sorge. Hätte jetzt Dortmund zum Beispiel den Stöger verpflichtet dieses Jahr, hätte ich mir keine Gedanken gemacht, dass Köln nächstes Jahr wieder einen guten Trainer hat. Genauso denke ich es mir auch. Gut, Bobic ist nochmal ein anderer Typ als Schmadtke, klar, aber wenn ich mir jetzt überlege, okay, du siehst, wie Kovac gearbeitet hat mit diesen innovativen Methoden und der Staff wächst ja nicht umsonst jedes Jahr um 10 Leute, so, dann würde ich mir nicht so Gedanken machen, dass wir jetzt wieder einen Funkel holen nächstes Jahr, sondern dann würde ich mir überlegen, okay, dann holst du jetzt, keine Ahnung, den zweiten. Danke für meine Nervennahrung, das war Nervennahrung. Bei Bobic, man muss auch aufpassen, wir dürfen dieses 1,5 Jahre jetzt auch nicht überbewerten. Das hier passiert jetzt bei Kovac. Wenn wir ganz ehrlich sind, Kovac hat jetzt auch nicht Fußball spielen lassen, wo wir ausgerastet sind. Du traust den immer noch nicht, ne? Ja gut, was muss denn passieren? Er hat aber einen Versuch gemacht. Ja. Nein, ja, aber ich meinte nur, ich will auch Kovac nicht in den Himmel unfassbar loben, auch wenn wir das teilweise getan haben. Ja, weil wir dürfen nicht vergessen, es ist immer, wenn du jetzt eine runtergeranzte Wohnung hast, dann bist du auch erstmal zufrieden, wenn du einen hast, wo keine Maden sind. Das ist einfach so. Dann heißt es aber noch lange keine Luxusmaden. Das ist das. Wenn ich Freddy Bobic bin und ich folge auf Herbert Bruchhagen, natürlich wirklich innovativ.
Wenn ich in ein Büro reinkomme, wo eine Wählscheibe ist, und ich stelle mir ein schnurloses Telefon zur Verfügung. Boah, da habe ich aber noch lange kein Handy und noch keine E-Mail geschrieben. Bin trotzdem noch nicht so weit zu sagen, okay, was die Eintracht jetzt hier startet, weil das erste Jahr war noch nicht so. Den Ertrag, den wir im ersten Jahr hatten, wusste er. Also wir haben keinen Spieler richtig teuer verkauft, wir haben keine Werte generiert. Ja gut, das ist halt auch der Unterschied zum FC, ne? Die hat mit Wimmer. Das ist das genau der Punkt, die haben. Das haben wir noch nicht. Klar haben die es jetzt vor. Aber ganz ehrlich, im Jahr 2017, vor der Saison, nicht solche Dinge sagst, hast du es nicht verstanden. Also die Eintracht hat das viel zu spät gemacht. Gladbach ist uns 7 Jahre voraus, Köln ist uns 3 Jahre voraus, selbst die Drecks-Hertha ist uns irgendwie 2 Jahre voraus. Ja, aber die haben Preetz. Die werden gesponsert. Ja, siehst du, das ist doch das, was ich meine. Die haben nicht halt Preetz. Und dann, das ist genau. Siehst du, das spricht ja für meine These. Man kann selbst mit Preetz Borussia rumkommen. Wenn ich halt Preetz das kann, dann kann Borussia das sagen. Ich will nur genau das, was du eigentlich. Ich will eigentlich auch nur sehen, dass es bei einfach nicht mehr mit Spielern steht und fällt. Ich habe das Gefühl, wie aus dieser Skid- oder Fee-Ära. Da wurde ein Spieler geholt und dem wurde gesagt, hier, ich habe dich geholt, du hast dafür zu sorgen, dass du deine individuelle Leistung auf den Platz bringst. Wir haben nicht verstanden, dass es Vereine gibt, die das viel moderner machen. Die sagen, wir haben ein Konstrukt, du, es ist deine Aufgabe, wir verpflichten dich und zusammen funktioniert das. Weil dann hast du zum Beispiel auch Spieler, die einzeln vielleicht gar nicht so gut sind. Also wer erinnert sich noch bitte an diese sensationelle Hoffenheimer Mannschaft? Da hast du Janka, ein Jeißle und ein Tobias Weiß gespielt. Ja, danke schön, wo sind die jetzt? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich arbeiten die im Hotel irgendwo. Also, ich weiß nicht. Hey. Ja, ich würde ganz gerne nochmal zu einer oder anderen Frage kommen. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Wie hast du das? Ja, wir hatten es ja eben mit Vorstand und Trainer und ich male jetzt mal ein Worst-Case-Szenario mit sehr vielen Wenns an die Wand. Rückrunde, Ende, Blödsinn, Hinrundenende und wir stehen irgendwie auf einem 18., 17., meinetwegen auch 16. Tabellenplatz. Glaubt ihr, auch mit dem Wechsel auf der Führungsebene, dass dann eventuell noch an einem Kovac festgehalten wird? Oder? Ich verstehe deinen Ansatz, aber ich glaube, das ist müßig, das heute zu diskutieren. Ich habe ja gesagt, sehr viele Wenns im Konjunktiv. Selbst wenn der Trainer dafür nicht kann, wird er da gehen müssen. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Es gibt so viele, weißt du, wenn 10 Spieler sich verletzt haben und die erste Elf fehlt, natürlich wird man auch festhalten, weil das System einfach so korrumpiert wurde, dass du nichts daran tun kannst. Weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, darüber besprechen wir dann im Podcast und so weiter. Okay? Ich glaube auch, das ist auch dumm. Also, wenn man so kein Vorwurf machen kann. Aber ich glaube, um deine, die Gedanken deiner Frage zu beantworten, Kovac hat bei allen bei der Frankfurter Eintracht einen unglaublichen Kredit. Und es muss einiges dazukommen, dass es dazu kommt. Ich denke, vielleicht beantwortet das die Frage. So ungefähr habe ich auch Kovac. Okay. Irgendjemand die Hand gehoben? Nein, nur das Apfelweinglas. Ja, dann okay, dann würde ich sagen. Aber ein bisschen klar, anderes Thema. Und zwar Finanzierung. Ihr hattet auch mal kurz irgendwann mal in einem Podcast darüber geredet. Es gibt ja sozusagen die Diskussion, dass die 50+1 Regel vielleicht eher schädlich ist für Traditionsvereine wie uns. Wenn die abgeschafft worden würde, wärt ihr dagegen, dass dann ein externer Investor bei uns reinkommt? Wenn die Eintracht Meister wird, ist es mir scheißegal. Oder würdet ihr sagen, okay, die wird abgeschafft und hier kommt einer rein, gibt uns ein bisschen Kohle und dann können wir zumindest oben mitspielen? Also das ist eine sehr gute Frage, das zieht nämlich auch so ein bisschen die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 4 Stunden. Das gibt ein Tribünengespräch. Ja, wir machen. Ja, aber im Grunde habe ich das auch schon aber ich finde es gut, dass du es ansprichst, denn ich habe das irgendwie auch schon auf meinem schlauen Zettel stehen. Das ist eine gute Frage, Dennis, wie würdest du das sehen? Also wärst du dafür, die 50+1 Regel in einem gewissen Rahmen auszuhebeln, wenn es für den Eintracht erfolgreich wird? So habe ich das gedacht. Was heißt denn ein gewisser Rahmen? Es gibt doch nur Das ist ein guter Punkt. 20-Jahre-Regel und das nicht. Das Problem ist ja, wenn wir hier unter normalen Bedingungen spielen, es ist ja im Endeffekt, diese 50+1-Regel wird ja jetzt schon gebrochen ohne Ende und von Vereinen ausgehebelt. Dementsprechend finde ich es dann eigentlich fairer, wenn es komplett wegfällt und alle haben die gleichen Bedingungen. Dann muss ich auch sagen,
dann muss man sagen, muss da auch die, für Investoren den Weg frei machen, wie in welcher Hinsicht das auch immer dann funktioniert, damit du noch selbst handlungsfähig bist, bin ich überfragt. Aber die Blase in Spanien und England wird auch irgendwann platzen und der Neoliberalismus, den dann Einzug zu halten, halte ich auch für extrem falsch. Und Deutschland einfach es ist besser, wenn keine Kapitalgesellschaften darüber entscheiden, was ein Verein macht. Also ja, Vereine haben soziale Verantwortung, haben soziale Aufgaben. Ja, das kannst du nicht einfach so in eine AG überführen. Die sehen es ja hier oben. Das sehe ich nicht. Also, das ist kein Verein mehr. Also, Fußball AG. Die gesteuert wird von dem Verein e.V. Noch mehr. Ja, 50+1 ist so. Ja, das ist ja auch die Geschicke werden vom Verein gesteuert. Ja, Hoffenheim ist auch ein Verein. Aber dann, deswegen ist doch. Die Frage stellt man sich ja eigentlich ständig. Ja. Die Sache ist ja die: Es gibt Vereine, die haben das schon außer Kraft. Es gibt die überhaupt entscheidet das, es gibt Matschütze entscheidet das, bei Leverkusen entscheidet das anders, der Wolfsburg wird anders entschieden, bla bla. Was machst du jetzt? Kommt Hannover dazu? Die Frage ist doch, was machst du denn dann? Das ist genau wie die Frage, die sich ein Radfahrer stellen muss, der gar keinen Bock hat, sich irgendwelche Ego-Scheiße reinzuhauen, der dann aber denkt, ah ja gut, dann fahre ich nicht mehr bei der Frost. Das ist genau der Punkt, sehr guter Fall. Es geht ja nicht darum, dass Ego gut ist, aber wenn ich es nicht nehme, fahre ich nicht mit. Jetzt ist die Frage, fahre ich mit oder nicht? Und ich sag dir, wenn mir irgendein Ego 2.0 gibt, der einfach wird, dann weiß ich, dass es mir Ich glaube, das wäre hier übrigens keine Einigkeit erzielen, um das mal gleich zu sagen. Ja. Aber also ich würde es anders sehen als der Basti. Ich glaube, ich würde irgendwann nicht mehr mitfahren. Also ich muss wirklich sagen, also für mich persönlich ist irgendwann das Rad überdreht, das aber fängt auch schon langsam an. Fändest du es dann besser sozusagen, sagen wir, diese Super League wird gegründet und was weiß ich? Nee, und alle ich finde eigentlich Moment, und dann spielen wir dann in, sag ich mal, entweder in der Bundesliga, wo nur noch, sag ich mal, die Zweitliga-Vereine drin sind, oder wir sind in der zweiten Liga. Fändest du es besser, dass wir dann nur noch zu den Eintracht-Spielen gehen und die ganzen Traditionsvereine, sag ich mal, in der Liga unten drunter ist, wo nicht das richtige Geld gemacht wird? Eigentlich ist es ja nur eine weitere Ausformung von der gewissen Perversität. Ja. Also eigentlich sollte man zurück zum Normalen finden. Aber das ja, das wird niemals passieren. Ja, wahrscheinlich wird das niemals passieren. Also werde ich mich dann irgendwann davon abwenden. Das ist das einzig Konsequente. Mhm. Also weil natürlich wird das nicht passieren. Ja, ja. Das Rad wird sich immer weiter drehen. Nehmen wir für Wechsel für 220 Minuten. Ja, eine Summe, die ich mir extra aufschreiben muss, oder 220 Minuten. Ja, weil es mir egal ist. Das interessiert mich nicht mehr. Ja. Ob der jetzt für 110 oder 220 wechselt, ist doch scheißegal. Das ist Papiergeld. Ja. Und deswegen sind auch diese ganzen Vergleiche, die angestellt haben, wäre total obsolet. Ich verstehe auch nicht, dass dann wie heute schon irgendwie gesagt wird, ja, mit 220 Millionen kann man das und das machen. Das ist Quatsch. Ja, und dann gleichzeitig von Metzender, der sagt, ja, aber das finanziert sich ja. Alles Bullshit. Im Endeffekt ist das halt alles so pervers mittlerweile. Aber die Eintracht kann nicht mitmachen. Und das ist das Problem. Die Eintracht kann auch noch nicht mal bei 30 Millionen mitmachen. Und wir machen halt jetzt mal bei 7 Millionen mit. Und wovon, wir haben jetzt 14 Millionen vielleicht für zwei Spiele ausgegeben. Davon ist einer auf jeden Fall ein Flop. Das können wir jetzt schon sagen. So ist es halt. Jetzt ist halt typisch Eintracht. Ja, aber wir versuchen Mitstand zu halten, aber irgendwann zerbricht das Ganze. Und ich glaube, es wird irgendwann kein Zurück mehr geben, muss ich sagen. Du wolltest was sagen. Ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen noch eine andere Ansicht auf die Frage, die du gestellt hast. Wenn du auf diesen Fußball schaust, der ist ja so eigentlich komplett dem Kapitalismus verfallen. Du hast oben diese Teams, die jetzt bei den großen Fischen mitschwimmen, die sagen, okay, die haben jetzt diese Regeln komplett abgelegt, 50+1 spielt für uns keine Rolle mehr, obwohl alle noch sagen, ja, es ist irgendwie noch da, es wird aber irgendwie immer ausgehebelt. So, und das sind dann wahrscheinlich die Vereine, die dann die großen Titel unter sich ausmachen. Ich frage mich aber auch als Fan von der Eintracht, muss es als Fan von meinem Verein jetzt das Ziel sein, dass wir irgendwann deutscher Meister werden? Ja, eben, das ich oder auch, richte genau. Ich mich einfach darauf ein, dass es wahrscheinlich in meiner Lebenszeit nicht mehr der Fall sein wird, aber dass ich mich irgendwie darauf einstelle und mich darüber freue, wenn wir mal ins Pokalfinale kommen? Wenn ich mir jetzt St. Pauli-Podcast anhöre zum Beispiel, da sagen die Leute da auch, ja, Pokalfinale oder Pokalsieg wäre geil, vielleicht steigen wir auch mal wieder auf, aber gut, realistisch gesehen, wenn wir aufsteigen, spielen wir eh nur unter den letzten drei dieser Liga mit, weil alles andere ist so auseinandergedriftet. Ja, genau. So, dann muss Köln halt ihr Trainingslager irgendwie von irgendeinem Sponsoren bezahlen lassen. So. Dann denkt sich der Köln-Fan ja auch, ist das jetzt das, was ich will? Soll das jetzt mein Verein machen? Finde ich das jetzt gut? Ja, es interessiert nicht, weil da sind ganz andere Mächte im Spiel, die daran verdienen wollen. Ja, und da stellt sich halt dann die Frage, genau, und will ich einfach nur das Spiel einfach genießen, will ich dann sagen, ich gehe zu dem Spiel. Dann aber vielleicht auch die Atmosphäre, die mich dann vielleicht eher noch irgendwo da reinzieht, wenn ich weiß, okay, die Eintracht kann eh von
34 Spieltagen vielleicht maximal 10 gewinnen, aber ich gehe halt hin wegen der Atmosphäre oder so. Und dann ist aber das eine und bedingt das andere, das dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Das heißt, wenn das Rad nämlich immer weiter gedreht wird und es darum geht, dass du irgendwann die Sitzplätze, die Stehplätze irgendwann abschaffen willst, weil du auch da eine Gewinnmaximierung hinbekommst, das heißt, dann irgendwann wird's dann für, werden wir dann trotzdem rausgedrängt. Das heißt, dann haben wir gar keine Möglichkeit mehr, dieses Spiel einfach nur natürlich zu genießen und vielleicht im Kleinen nicht an diesem Rad mitzudrehen. Unter der Woche jeden Tag ein Spiel abends oder am besten noch nachmittags irgendwas. Genau, also das ist das eine, selbst wenn wir, genau, also man, das ist halt die Schwierigkeit, vor der wir dann irgendwann eh stehen werden. Ja, aber es also, dreht sich ja auch. Idealismus aber auch teuer bezahlen, indem du sagst, okay, wir machen jetzt eigentlich diesen St. Pauli. St. Pauli spielt dann auch irgendwann zu Hause gegen Sandhausen. Ja, auch nicht nur das. Zu Hause in Ingolstadt, das interessiert mich. Würde mich auch interessieren. Basti, wir haben auch noch ein anderes Problem durch diese Öffnung und auch durch die im Endeffekt Nachfrage von den großen Clubs, die dann ordentlich Geld haben. Das steigert sich ja. Wir sehen das heute schon an den Transfersummen. Du kriegst dann wirklich, dann kannst du wirklich überhaupt keine Mannschaft mehr dahinstellen. Hast du Lust dann wirklich immer zu gucken, okay, wir versuchen jetzt Amateurspieler hochzubringen, aber die Amateurspieler wechseln eigentlich mit 14 schon zu Mannschaften, wo sie eventuell dann abgekauft werden, Hoffenheim oder Red Bull oder sonst was. Da kotze ich doch dann. Da hast du wirklich nur die absolute Graupenmannschaft da stehen. Das muss ich wirklich sagen. Bis wir dahin kommen, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Der Axel ist schwer, was soll ich sagen? Nee, ich bin da ziemlich beim Dennis. Ja. Letztlich glaube ich, ist die Sache ganz klar. Der Fußball wird sich weiter so entwickeln, wie er das aktuell macht. Ich glaube, da gibt es auch überhaupt keinen Weg zurück, ja. Außer dass irgendwann mal die Blase komplett platzt. Dafür, dass die Blase komplett platzt, muss eine ganze Menge passieren. Das ist nicht einfach mal so einem Club, der vielleicht in Insolvenz oder so weiter, sondern da muss eigentlich die Liga kollabieren als Gesamtkonstrukt. Und das wird im Moment nicht passieren, weil wenn du überlegst, das, was jetzt hier im Raum ist, ist wahrscheinlich ganz anders Fußball sozialisiert als 80% der Leute, die ins Stadion gehen. Oder was ist 75%? Und dieser Anteil an Leuten, die halt Fußball eher konsumieren, als Fußball zu leben, der steigt ja. Und der steigt jedes Jahr. Der steigt durch jede Sky-Doku, der steigt durch jede aktuelles Sportstudio hat wieder irgendeinen Hype ausgerufen. Die Leute, die die Blase am volatilsten sein lassen, aber weil die gehen auch gleich wieder weg. Wir gehen nicht weg. Ja, lass mich mal gerade ausreden. Der Punkt daran ist, das ist legitim. Ne? Der Fußball hat sich das ausgesucht und der Fußball lebt mit diesen Leuten. Und der Fußball lebt nicht schlecht mit diesen Leuten. Der Fußball lebt exzellent mit diesen Leuten. Er lebt exzellent mit diesen Leuten, weil diese Leute konsumieren. Die Leute gehen vielleicht nicht zu jedem Spiel, aber wenn sie zu dem Spiel gehen, dann machen die da was drauf. Dann holen sie sich gute Karten, jeder kriegt eine Wurst, jeder kriegt einen Schal, jeder kriegt ein T-Shirt von mir aus, ne? Oder das Trikot. So, das heißt, der Fußball macht im Prinzip marktwirtschaftlich alles richtig. Das hilft uns jetzt nichts, ne? Weil wir anders sozialisiert worden sind. Weil wir halt zum Fußball gegangen sind, weil der Fußball halt, ja, weil der Fußball uns irgendwann verzaubert hat oder weil der Fußball einfach geil war. Und weil wir gesagt haben, das ist mein Verein. Ihr seid zur Eintracht gegangen, ich bin zum ersten FC Köln gegangen, weil ich gesagt habe, geil, 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 das ist mein Verein. Und ich habe mich nicht daran interessiert, irgendwelche Trikots zu kaufen. Und ich habe mich nicht daran interessiert, irgendwie meinem Verein wirtschaftlich irgendwas Gutes zu tun. Das ist heute einfach anders. Und diese Zeit, ja, die kommt halt einfach nicht mehr wieder. Wir leben halt nicht mehr in den 80er. Das ist halt vorbei. Ich glaube auch, dem Ganzen nochmal draufzusetzen, glaube ich auch, dass wir zusätzlich nicht in der Zeit von Vereinen leben. Also ich bin ziemlich sicher, wenn du das nach der Saison wie in Neymar siehst, der wechselt ein Spieler und der Spieler kann überall hinwechseln, aber du weißt ganz genau, dass sich mehrere Millionen Kiddies das Trikot kaufen, egal welcher Verein das spielt, da steht Neymar drauf. Und das ist der Grund. Deswegen wechselt ein Spieler, der noch nichts gerissen hat. Also ich meine, der Spieler ist geil, spielt schön Fußball, aber Cristiano Ronaldo würde ich 10-mal lieber kaufen. Aber Neymar ist halt ein wunderbarer, netter Fußballer, aber halt eine Marketingmaschine. Das ist halt, das ist A und O. Neymar ist halt dieser Typ, der noch so viel zu gehen hat
und auch so gut vermarktet werden kann. Ja. Dann kann er natürlich auch sagen, dass er nur wegen dem Herz zu Paris Saint-Germain gewechselt ist. Das sind doch keine Schliefen. Aber gut, ne, wir haben halt. Was willst du machen? Das ist doch schon, in seiner Bullshittigkeit konsequent. Ja, auf jeden Fall. sich wirklich ironiefrei dahinzustellen und zu sagen, mein Herz hat mir gesagt, geh zu Paris Saint-Germain. Und dann stehen da Leute und sagen, nicht so schlecht. Und wenn sich dann gleichzeitig der Präsident von PSG hinstellt und sagt, hätte ja überall viel mehr Geld verdienen können, der ist nach Paris gekommen, weil er an das Projekt glaubt. Und dann stehen die Leute da und denken, total geil, ist echt total absurd, das kann ich keine Ahnung. Nicht so schlecht. Und hast du gehört, Neymar hat ja auch gesagt, er ist wegen dem Herzen dahin gegangen und er glaubt an das Projekt. Alter, das wird geil. Und es gibt Leute, die das glauben. Ich meine, es gibt Leute, die gucken, Bauer sucht Frau. Ich habe nicht so geguckt. Ja, nicht ironisch. Nicht ironisch. Und die sitzen dann da und schalten halt die Sportschau an, gucken sich das an und denken, geiler Typ. So, das ist halt einfach. Das ist halt. Man kann sich ja von der Gesamtgesellschaft gar nicht mehr frei machen. Weil das ist ja überall mittlerweile so. Es können sich CSU-Politiker überall irgendwo hinstellen und sagen, endlich sagt's mal, ganz genau. Die Leute sind schreibbar. Darauf kommen wir nachher noch. Ich habe das noch als Gegenpunkt. Ich möchte Basti einfach nochmal in der Diskussion beistellen, weil ich kann das nicht sehen, dass jemand sagt, ja, okay, wir sind St. Pauli, oder so wie St. Pauli, wir sind glücklich in der zweiten Liga, weil das hat so unglaublich. Das ist ein beschissenes Beispiel übrigens. Ja, nein, und ich sag dir auch warum. Die größere Marketingmaschine. Ja, erstens das und zweitens hast du noch den HSV, der irgendwelche anderen Überlegungen in der Stadt komplett raushält. Was passiert denn, wenn die Eintracht auch sagt, wir machen es uns gemütlich in der zweiten Liga, weil da ist der Kommerz nicht da? Was passiert dann? Dann kommt hier nicht Red Bull, sondern kommt Deutsche Bank Frankfurt und dann ist diese. Ja, oder halt Commerzbank Frankfurt oder was auch immer. Ja, dann gründen die irgendeinen Verein. Irgendjemand wird sich schon finden, der das Potenzial in der ersten Liga von Frankfurt ausschöpfen möchte. Und wenn nicht mehr die ganze Stadt diesen Verein so lebt, wie es jetzt gerade zum Glück passiert, ne, wenn du sagst, wir sind in der zweiten Liga glücklich, irgendjemand wird dieses Potenzial schon ausschöpfen, der für Erstliga-Fußball in Frankfurt noch vorhanden ist. Du findest immer Leute, die das dann konsumieren. Aber ich würde lieber deinen Punkt nehmen. Du sagst, du willst Ebro 2.0 für die Meisterschaft vielleicht. Ich sage, ich nehme auch einen 50+1 Investor und bleib dafür in der ersten Liga und lasse dafür Eintracht Frankfurt und Frankfurt als Stadt und Region gemeinsam weiterleben. Die Premier League zum Beispiel. Die Premier League hat einen entscheidenden Vorteil, da wurde das Geld, was unnatürlich reingeblasen wurde, wenigstens teilweise, Chelsea ausgenommen, in Vereine geblasen, wo es Fanszenen gab. Das heißt, wenn ich das Manchester United gehe, selbst Manchester City hat so eine geisteskranke Fanszene gehabt mit Oasis, weil die nie was erreicht haben. Die haben Selbstironie, die haben eine Fanszene und wenn die auswärts fahren, fahren 3000. Das Problem in Deutschland ist ja tatsächlich, dass die Vereine das Geld nicht einnehmen dürfen. Dann müssen das Vereine nehmen, wie Leipzig, Hoffenheim, Ingolstadt, Wolfsburg, Leverkusen. Hört. Ja, siehst du, ja, und dann wundern Leute sich, ach, das sind ja 30 Auswärtsfans, da kommt zu jedem Sommerspiel eine Auswärtsfans mit der U-Bahn gefahren. Als Wolfsburg irgendwo, jetzt spielt Hoffenheim, spielt an der Enfield Road. Was ist denn los? 50 Leute fahren dann nach Liverpool. 50 Leute stehen da mit drei Schalter. Oh, nein, kann ich das nochmal sehen? Sorry, das ist echt. Nein, aber das ist eine Entwicklung und das ist genau, die wird stattfinden, wenn wir sagen, die kommen nicht mehr. Und dann spielt hier, keine Ahnung, Skyline aus Frankfurt. Ja. Bla 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 mit hier diesen Dingern, die man drehen kann, da. Ja, die wollen sich auch nicht spielen, wenn die Fußseele hast. Die sagen, was ist gesehen, wenn wir klar. Ja, aber wenn es dann aber heißt, und dann spielt diese Mannschaft in der Europa League. Ja, und wer fährt dann dahin? Ja, dann fahren 23 in Orangen und keine 12.000. Das ist genau das. Ja, aber dann heißt es doch für uns, wir müssen den Weg mitgehen und aufpassen, dass wir halt so bleiben, wie wir sind. Dass wir die Fans bleiben. Ja, aber das können wir ja bestimmen. Das kann ich selber als Eintracht-Fan bestimmen. Ja, ich kann auch bestimmen, ob ich so nach Hamburg fahre oder bis so fahre. Nein, was geht ab hier mit? Wir können bestimmen, wer wir sind, weil bei Eintracht bestimmen wir die Fans, wer die Eintracht ist. Emotional? Ja, gut. Ja, aber wenn du den Investor hast und dann kannst du dich mit dem Verein. Nun, dann stelle ich mich selbst. Genau, Identifikation ist doch das Stichwort. Nein, ich weiß so. Also, ich,
Ich denke die ganze Zeit, ich meine, es wird die ganze Zeit diskutiert, dass wir irgendwie jemanden brauchen, mit dem wir einen Spieler, mit dem wir uns identifizieren können, finde ich Quatsch. Ich kann mich sehr gut mit dem Verein identifizieren. Aber wenn da irgendein Scheich kommt und den Verein kauft und das Geld reinpulvert, sorry. Also ich, Basti, ich bin selten nicht deiner Meinung, aber in dem Fall muss ich sagen, und es tut mir echt leid, lieber zweite Liga, aber kein Scheich. Ich glaube, der Scheich hat auch nicht so viel Positives bewirkt, wenn man sich 1860 mal anguckt. Ja, also ich glaube, es ist eigentlich so Amerikaner oder Russe oder was. Ja, also es gibt ja noch andere. Ja, es ist ja komplett, also scheißegal, welche Nationalität. Oder ich meine, aber es kommt ist mir auch, völlig wurscht. Ich meine nur einen, der da irgendwie hinkommt und Geld reinpulvert und dann die Identifikation. Und dann kommen die Touristen, die die Plätze wegkaufen und dann sind die Fans nicht mehr da. Wie in den englischen Vereinen, was kostet eine Karte? 60 Pfund oder so, die billigste? Jahreskarte über 1000 Dollar bei Arsenal. Bitte? Ja. Pfund. Gut. Pfund. Es ist ja nicht die einzige Möglichkeit, einen Investor zu haben, einen alleinigen Investor, der irgendwie einsteigt, sondern wir haben ja auch schon dieses Jahr gehabt, dass es reiche Leute gibt aus dem Umfeld des Vereins, die sagen, okay, wir erweitern euer Budget. Aber ja, komischerweise werden ihre Namen noch nicht so richtig erwähnt. Wahrscheinlich ist da der Stäubing vorne mit dabei. Gut, für mich stellt sich jetzt auch nicht die Frage, ob der Stäubing ein cooler Typ ist oder so, ob er alles richtig gemacht hat mit seinen Geschäften in seinem Leben. Aber ich finde trotzdem, dass die Form, die er wählt, eine angenehme Form ist für so einen Verein wie die Eintracht, um nicht den Fans ins Gesicht zu sagen, hier, ihr habt euch jetzt hinzusetzen, ihr habt keine Pyros mehr zu zünden, und ihr lauft auch nicht mehr durch Berlin und pöbelt irgendwelche Leute an, weil das schadet dem Bild des Vereins und dann können wir auch nicht mehr unsere Trikots in Asien verkaufen und so. Sondern du musst irgendwie schauen, dass du als Verein so bleiben kannst, wie du bist, aber trotzdem Formen findest, um dich zu finanzieren. Und ich glaube, genau das ist das Ziel. Und eigentlich muss man in der Stadt in Frankfurt die Möglichkeiten haben, wenn ich jetzt zwar so der Meinung bin. Ja, wir reden ja, ich meine, wenn es wenn wir alle hier die Anwesenden die Wahrheit hätten, dann würden wir natürlich alle entscheiden, okay, wir haben lieber einen eingetragenen Verein, sind wir auch schon nicht mehr, mit dem wir haben alle diesem Geld verschlossen. Aber es ist, glaube ich, nicht mehr möglich, und ohne Geld geht es dann. Und wir reden immer von diesem einen Investor. Also Bayern hat drei Investoren, Dortmund hat vier Investoren, glaube ich. Also warum muss es denn immer der Scheiß sein oder der Russe? Stimmt doch gar nicht. Also man könnte, ja, man sagt ja irgendwie Bayern, die kann ja einfach nicht begeistern. Ja, aber warte, ernst, wie sagen, geht doch zu der Bürger. Bei Bayern sind drei Vereine, drei Firmen mit dabei, die haben auch alle einen Sitz im Aufsichtsrat. Ja, bei Dortmund ist Signal Iduna drin, die haben wir noch Ebonik, dann haben sie noch diesen einen Aktionär. Ja, aber das ist ja Kapitalismus in Reinform. Wenn die Allianz bei der Eintracht Anteile kauft, dann zahlt die bei der Eintracht 10 Millionen, bei Bayern geben die 100 Millionen. Das ist ja erstaunlich. Ja, aber ich habe doch lieber, habe ich doch drei Investoren drin. Du hast es lieber gestreut. Also, ich habe natürlich. Und sowas ist doch ein Modell. Und du kannst doch auch, also es muss doch nicht der russische Gaskonzern sein, oder die arabische Fluglinie, sondern wer sagt denn, dass es drei Investoren als Beispiel, wo jeder 7,5% am Verein hält, und die dann, was ich, 10, 15, 20 Millionen für diese Anteile geben. Es geht doch um die Einflussnahme. Nee, das ja, aber bei drei ist ja eben weniger. Ja, natürlich ist es bei drei weniger als bei einem. Aber wenn man sich da reinholt und eben nicht eine Einzelperson wie ein Kühne oder ein Hamsig oder wie sie dann heißen, sondern eben eine Allianz interessiert sich so einen Scheißdreck, wie die holen oder so. Die wollen, dass sie jährlich ihr Geld wieder bekommen oder ihre Rendite, was auch immer. Die haben einen Sitz im Aufsichtsrat und die werden keine Schnellschüsse machen. Ebonik doch ganz genauso. Daimler hat bei Stuttgart auch nicht die Einflussnahme gekauft. Also ich sag mal, heute wird viel Geld in Immobilien investiert. Ein Verein kann letztendlich auch Geld arbeiten lassen oder als Abschreibungsobjekt, damit schnell so viele Steuern bezahlen, auch mal ein bisschen mehr. Ja, es gibt, da geht doch aber da auch so. Da haben wir in Frankfurt genügend. Wir haben Unternehmensberater, die stinken vor Geld ohne Ende. International, wir hatten vorhin das Thema gehabt. Das Problem ist, wir haben viele Spieler ausgeliehen, die wir jetzt nicht haben. Aber wenn man langfristig auch mal Spieler aus dem Ausland, und das ist ja nach wie vor international, die Mannschaft aufgestellt, dort eben vor Ort auch das Merchandising richtig ansetzt, gemeinsam mit diesen Firmen. Wir haben LG, wir haben auch die Asiaten, die hierher kommen, Samsung, die wir da haben. Ja, ja. Das ist die jetzt im Moment dicke drinne hängen. Das ist eine Theorie, was eins fällt, also hole ich mir jetzt verkaufe ich 51%. Also das ist ja schwarz-weiß, das ist ganz unnatürlich. Aber diese Unternehmen sind ja die Ersten, die sagen, wir schließen uns doch nicht der Eintracht an, die eventuell mal 16. oder eventuell mal 9. wird, sondern ich
glaube, die sind dann schon wieder so groß, dass sie sagen, wir wollen nicht nur dabei sein, wir wollen auch eine Rolle spielen. Ja, das ist, dann sagen sie jetzt nicht, okay, ich frage, welche Perspektive bietest du ihnen denn? Ja. Wenn man sagt, wir wollen auch von eurer Expertise. Aber zum Beispiel jetzt meins, ja, die haben ja auch zum Beispiel Opel, finde ich jetzt auch nicht. Jetzt ist jetzt nicht irgendwie sowas, was vor Charakter strotzt jetzt, aber es ist immerhin was, ja, wo man sagt, ja, okay, die haben zum Beispiel mal den Namen von der Arena, dann haben sie noch ein fettes Band-Sponsoring. Dann noch irgendwie auf dem Trikot und so. Und dann hast du schon mal einen großen Fisch da drin. Und dann schaust du halt, dass du zwei, drei mehr dazu holst. Dann kannst du dir vielleicht auch mal ein bisschen klasse, besseren Spieler holen. Und darüber entscheidet sich. Als wir national gespielt haben, war das ein sehr, sehr großes Aufsehen. Da war wirklich auch im Fernsehen viel los. Da, Kabel 1 hat uns abgefeiert vom Allerfeinsten. Das Stadion war packed, egal was passiert ist, es war alles voll. Sind trotzdem die Sponsoren auch damals rausgegangen, als wir international gespielt haben. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist die Fraport damals gerade in der Saison dann anschließend rausgegangen. Das war aber vorher schon. Das hat sich angebahnt. Das hat sich angebahnt. Der Punkt ist ja, dass wir ein Jahr hätte man mal eine Basis. Aber da kostet es ja auch mehr. Also du brauchst den richtigen Verkäufer zum richtigen Ort. Ich meine, wenn du bei internationalen Sportvereinen einsteigst, auch aus dem Fahrer wie bei der Eintracht. Wir sind nicht international. Können wir die Diskussion nachher weiter? Ich würde das gerne sonst. Okay. Ich muss dann nur ganz kurz noch zu dem, was gerade eben gesagt hat. Um diese Streuung zu haben, um dieses Konzept zu haben, pass mal auf, wir holen jetzt große Firmen mit an Bord und wir versuchen hier ein ganzheitliches Konzept zu schaffen. Ob jetzt mit 50 plus 1 oder ohne 50 plus 1. Dazu brauchst du schon professionelle Strukturen im Verein. Dazu brauchst du schon einen Aufsichtsrat und einen Vorstand, der dieses Konzept umsetzen kann. Wenn du dir jetzt aber mal die Liga anguckst, nicht nur die erste, sondern auch die zweite und die dritte Liga, da gibt es immer noch genug Vereine, die sagen, Alter, da hat gerade das Telefon geklingelt, da hat ein Russe angerufen, der kauft uns. Wie geil ist das denn? Weil das ist gar keine Arbeit. Das ist keine Arbeit. Der ruft dann an und sagt, pass auf, ich kaufe euch 500 Millionen. Ne? Damit ist die Sache gegessen. Gehst du in den Job und schreibst das. Wunderbar. Das, was du willst, was sicherlich der rationale Weg ist, das ist Arbeit. Und das ist richtige Arbeit. Das ist Arbeit vom Sales-Punkt aus zu deinen Kunden, zu deinen Fans. Das ist Arbeit im juristischen Sinne. Das ist Arbeit im Management-Sinne und das ist Arbeit im internen Sinne, dass du die Leute auch alle zufriedenstellst. Weil, wenn jetzt LG kommt und wenn jetzt Fraport kommt und LG kauft 10% und Fraport 7,5% und dann sagst du, LG kriegt einen Aufsichtsratssitz und Fraport nicht, dann sagt sich Fraport, ja, und wenn nicht, warum kriege ich dann keinen Aufsichtsratssitz? So. Und das ist Arbeit, das ist richtige Arbeit. Auf der anderen Seite klingelt das Telefon, einer ruft an und sagt, ich kaufe. Das ist auch nur eine Antwort darauf, auf diese Schwarz-Weiß-Malerei zu sagen, okay, 50 plus 1 fällt, also hat die halbe Liga morgen einen Russen oder einen Araber oder sonst was. Das ist mir zu kurz gedacht. Aber die Gefahr besteht. Aber wer ist im Moment... Also weiß ich, du hast eben gesagt, das bedarf Professionalität. Und das, was du willst, wird auch professionell. Glaube ich nicht. Die Frage ist ja, wer kauft denn? Warum soll der denn die halbe Liga aufgekauft werden? Warum soll der denn Borussia Mönchengladbach, Köln, Anderfang? Ganz einfache Antwort. Das wirst du auch mit Sicherheit noch lernen mit der Zeit. Du wirst ja auch noch älter. Die brauchen Werbeplätze. Es gibt nichts, was so vermarktbar ist wie Fußball. Die ganze Welt braucht Werbeplätze. Das wird verkauft. Glaube mir, es wird verkauft. Es gibt da kein richtig oder kein schwarz oder weiß. Es gibt ja schön, ihr seid ja noch jung. Es gibt Investoren zum Beispiel, man muss sagen, egal wie sehr man über ihn schimpft, aber Abramovic war ein guter Investor. Er hat alles gut gemacht. Und es gibt Investoren, die ändern die Trikotfarbe nach ihren Hähnchen. Das hätte in Thailand. Also, Basti hat ganz guten Punkt gefunden. Ich muss mal ganz kurz sagen, ich will die Diskussion wieder zurückführen, bevor wir jetzt in kleine Küppchen unterteilen. Ich muss sagen, ich finde den Ansatz, den du gewählt hast, im Endeffekt zumindest nachvollziehbar. Ja, und das muss man sich mögen oder muss man total gut heißen. Aber ich finde, das Konzept, was du jetzt mehr erörtert hast, ist zumindest ein denkbares und ein sinnigeres als so viele
0815 Scheichlösung, die zum Beispiel 1860 gewählt haben. Wir werden nicht zu einer Lösung kommen, das ist ganz klar. Deswegen haben wir uns hier zusammengefunden mit lauter Leuten, die keine 200 Millionen auf der Kasse haben. Verdammt, das machen wir demnächst nochmal. Aber wenn wir schon bei so viel Geld sind, würde ich einfach mal ganz kurz zum FC Bayern zurückkommen. Ja. Weil ich meine, was bewegt uns in der Liga? Ich glaube, ich habe echt mittlerweile den Feind der des FC Bayern. Also geht es mir da alleine oder sehen wir das genauso? Mitleid, das ist ja wirklich dein Ernst. Ich habe Mitleid. Die haben heute den Raschke, der Raschke soll zum VfB Stuttgart gewechselt. Ja, der Raschke meinte ich, ja. Der Raschke soll zum VfB Stuttgart gewechselt. Mittlerweile sehe ich nur noch Uli und Karl-Heinz Rummenigge. Was machen wir? Bratzo. Hier ist an mir, hä? Ja, ich weiß. Also musst du dir jetzt Angst, also musst du dir anvorreiten. Also das Problem ist, die Bayern sind zu gut, als dass sie auch das verkraften. Aber es ist natürlich ein Move, wenn du Bayern-Fan bist und du hast 3 Jahre lang Guardiola, Sammer und Reschke. 3 der besten Experten auf jedem Gebiet. Und jetzt hast du plötzlich 2 Jahre später Uli Karl so ein Bratzo da sitzen. Naja. Trotz der Ernesto Sosa zurück, keine Ahnung. Aber das Problem ist, die Bayern sind durch dieses Kapital, was sie haben, was eigentlich im Hintergrund für sie arbeitet, zu gut, als dass es krass schaden würde. Außer ein paar lustige Sachen für uns, für den Dummschwätzer der Woche passiert, glaube ich. Okay. Also bin ich der Einzige, der jetzt ein bisschen Mitleid mit Bayern-Fans hat? Ja. Welche Bayern-Fans? Es gibt ja nur 3000. Bitte? Es gibt nur 3000. Ja. Was? Oh, so ein Basil-Smash. Bitte? Ja. Aber ich will einfach was zu trinken. Ist egal. So heißt das. Ja. Okay, ich merke schon, die Frage ging schnell, also keiner hat Mitleid mit dem FC Bayern. Sehr schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe noch einen Ansatz, außerdem haben sie ein Nachwuchsleistungszentrum jetzt mittlerweile. Die haben den Sauer von hier. Rapper. Das stimmt, ja. Also, das ist so ganz schlecht. Und die haben ziemlich gar nichts. Also, ja, die sind schon gut. Ich bin aber ich, ehrlich gesagt, bin ich sehr, sehr unschlüssig, ob dieser James Rodriguez wirklich die geile Nummer ist. Das hätte jetzt erstmal abgebrochen. Ja, deswegen, vielleicht nicht ganz. Du hast eine Frage. Ja, auf jeden Fall zu Bayern. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, auch die Transfers, so ein bisschen so die zweite Garde aus Europa geholt. Ich meine, der Tolisso ist jetzt auch nicht so der krasseste, der auf dem Markt war. Ja. Jetzt nicht der heißeste Scheiß, den man holen konnte. Ja. Und was sich halt richtig bemerkbar macht, ist halt, dass Hoeneß zurückzuholen in so eine leitende Funktion ein richtiges Eigentor da. Weil keiner hat Bock, mit dem zusammenzuarbeiten. Keiner hat Bock, sich irgendwie schmutzig zu machen. Und als der Handlanger von Hoeneß zu gelten, so. Selbst der Sammer, der hat es direkt gemerkt, hat gesagt, nee, das... Gut, bei Sammer kam noch gesundheitliche Probleme. Gut, aber der wäre auch zurückgekommen, wenn es ihn richtig gekribbelt hätte, glaube ich. Und ich glaube, das ist bei denen... intern schon ein Problem, aber anders gesagt, trotzdem ist die sportliche Qualität bei der Kader immer noch so überragend, dass es sich, glaube ich, nicht die Frage stellt, ob das irgendwelche Folgen für die Liga hat. Das ist genau das, aber dieser Weg, den Sammer, Reschke und Guardiola eingeschlagen haben, der meiner Meinung nach schon in die internationale Spitze gegangen wäre, der ist meiner Meinung nach jetzt unterbrochen. Weil mit dem Süle und dem Rudi gewinnst du mit Sicherheit keine Champions League. Wobei Süle schon ganz gut ist. Das ist dieser typische Uli Hoeneß-Transfer, dass er sich von Erdolfinger Fanclub setzen kann, wie 100 deutsche Spieler, bla bla, Obergrenze und bla. Genau so stelle ich mir es vor. Ich habe vor einem Jahr schon mal, wenn Uli Hoeneß zurückkommt, ist das für den FC Bayern nicht gut, weil die Leute, die da vorher waren, das waren alles Technokraten, das war Guardiola, Sammer, Reschke. Zack. Ja. Das hat für die nicht funktioniert, weil denen hat die Nestwärme gefehlt, bla bla. Aber gleichzeitig wollen die zum internationalen Konzern werden. Ja. Das ist das, was Uli Hoeneß sich wünscht. Uli Hoeneß hätte gerne den internationalsten Kegelverein der Welt. Und das funktioniert nicht. Der internationalste Kegelverein der Welt. Das ist echt gut gesagt. Das ist für die ich habe jetzt gehört, dass Also verhandlungstechnisch sind die Bayern schon immer hart. Also wenn man so überlegt, die haben an Borca geboten, der ist dann für 50 Millionen zu City gegangen. So, eine Frage noch und dann machen wir den Laden für heute mal dicht, würde ich sagen. Internationalen 2 Fragen. Finanzierungsspiralen, die sind runtergekommen auf die anderen als eigentlich noch regional verwurzelten Vereins. Und sollte das so sein? Und Fragen,
wie hat sich die Eintracht denn im Eintracht-Podcast gegenüber verhalten? Gibt es da irgendwelche Änderungen? Was ist das eigentlich mal die Marke? Also, naja, ist da möglicherweise Spannungen gibt? Naja, zumindest haben wir nicht mehr verklagt. Ja, also das haben wir jetzt irgendwann mal abgewandt. Also zuletzt, naja, also die Verbindung mit dem e.V. ist, glaube ich, akzeptabel. Also mit dem Eintracht als AG gibt es keinerlei. Die Antworten nicht. Die Antworten nicht. Nein, also mit der AG, da gibt's gar nichts. Mit der e.V. muss ein bisschen. Eigentlich sollte heute auch noch jemand da sein, das hat nicht geklappt. Das heißt jetzt manchmal. Aber ich muss sagen, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr so die Vorgeschichte so ein bisschen mitbekommen habt. Vor, was weiß ich, war der Basti noch gar nicht da, weil der ist auch gar nicht da, also keiner, der hier sitzt, lustigerweise. Da war ich noch mit der Alex und dem René allein und mit dem Jesus damals noch, weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Da wurden wir mal verklagt, wenn man T-Shirts verkauft hat. Also nicht verkauft, die haben wir für uns gedruckt. Und das fand ich dann auch damals, das fand ich damals für einen schon ziemlich frech, muss ich sagen. Wir haben irgendwie über 1.000 Euro gezahlt. Was ziemlich krass war, weil wir nur bei Spreadshirt ein paar Shirts gemacht haben und lustigerweise die Eintracht daraufhin festgestellt hat, dass sie teilweise ihr Emblem und so weiter gar nicht gesichert haben. Also das heißt, hätten sie nicht dadurch durch uns diese Klage angestrengt, wäre ihnen gar nicht bewusst geworden, dass dieses Eintracht, was immer so auf dem Rekurs stand, gar nicht rechtlich gesichert ist. Naja, das ist ein anderer Punkt. Mittlerweile, glaube ich, ist es eine wohlwollende Ignoranz seitens der AG und bei der e.V. haben wir so ein bisschen Kontakt, aber leider nichts, was zustande kommt. Was, wenn keine Steine noch zu sich? Naja, zuletzt schon. Also ich meine, wie gesagt, normalerweise sollte heute jemand anders hier sitzen, nicht mit Dennis. Ja? Also mit dem Dennis zusammen, aber das hat halt leider nicht geklappt, das ist kurzfristig. Also ein bisschen schon, aber wie soll ich sagen, man geht relativ nicht allein. Ja, man geht relativ wenig aufeinander ein, muss ich schon sagen, aber ich habe gerade schon gehört, das scheint nicht der Einzelfall zu sein. Es gibt schon Bemühungen, wenn ich sehe, wie es beim BVB läuft, teilweise beim FC Bayern, wo das wesentlich besser funktioniert, aber die Eintracht ist auch da leider nicht ganz so professionell. Darmstadt, genau, aber du hast gerade gesagt, wir sind nicht alleine, bei euch ist eben null Kontakt. Also gibt es nicht die Chance, wie Pauli Podcast hat ja auch mal Rettig da und so. Ich würde schon sagen, dass es die Chance gibt, also wie gesagt, zum EV eigentlich normal, jetzt sagst du mir das gut. Normalerweise sollten eigentlich teilweise die Jugendtrainer eigentlich heute hier sitzen, weil ich hätte ganz gerne über Scouting eigentlich mit euch gesprochen. Ja, also auch wie die Jugendarbeit der Frankfurter Eintracht ist. Ja. Und das hat dann leider jetzt nicht funktioniert, weil die zum Scouting abkommandiert wurden. Aber das kriegen wir mit Sicherheit noch hin. Aber alles, was die AG anbelangt, also was. Boah, wir haben sogar Bobisch Telefonnummer. Und, ja, Bobisch ist ein Messschüler, den ich gar nicht verstehe. Er antwortet wahrscheinlich nur auf seine Präsenius. Ja, natürlich, genau. Also das Ding ist, wenn hier ein Wirtschaftskonzern sitzen würde, wenn wir hier eine Wirtschaftsförderung sitzen würden, fragen wir der Wirtschaftsförderung, dann wird der DAX laufen. So halt nicht. Ne? Aber wie gesagt, es ist Business. Aber irgendwann wird es noch ein bisschen mitmachen. Okay. Gut. Das war. Und zwar steht hier zum Thema. Wow, okay. Alles klar, scheiße, gut zum Schluss. Ich meine, ich kenne, was Sie sagen. Ja, sag ich das nicht. Aber ich glaube, würde ich sagen, ich finde es schön, dass du ansprichst. Lass uns es auch nachher vertiefen. Wir haben gleich noch eine Aftershow-Party, das wird länger dauern. Ich habe noch eine Frage an dich. Die Eintracht gewinnt in Freiburg zum Sonnenauftakt 3-0. Ja. Pressekonferenz mit Christian Streich. Christian Streich wird gefragt, woran lag es? Das kann ich jetzt nicht machen. Das ist mit Unterweis. Ich mach's mit. Oh, bitte. Ja, der ist schon mal verkraftet. Die Kontrolle, die verliert 2-0, da fing die Saison an. Ich bin mit ihm wirklich eine aggressive Mannschaft, die sich besser aufgeschrieben hat, wie sie völlig bestanden. Warum ich nicht so tun, als wenn ich jetzt die Freiburg noch mehr soll? Oh Gott. Das ist ein Frankfurt, die habe ich Spieler für Schiebe. Die haben alle verloren. Da müssen wir alle zusammen ein bisschen runterkommen. Eintracht zum Verein, da kann man mal verlieren. Ich bin schon nicht gewohnt. Wir konzentrieren uns jetzt aufs nächste Spiel. Bitte lass es nur aus.
wenn das so ausgeht, wenn das so ausgeht. Wir haben noch einen Gast, wie er hier ist, und da wollte ich noch ganz kurz drüber sprechen. Ausblick aufs internationale Geschäft. Ganz ehrlich, mich interessiert der Europacup eigentlich fast gar nicht mehr. Ich gucke ganz selten. Aber wenn der FC spielt, da schalte ich natürlich ein, deswegen bin ich sehr froh. Da schaue ich schon. Mein Lieber, wie ist der Plan, dass ihr den Europapokal gewinnt? John Cordoba ist echt nicht das beste Thema. Also, mit Rotnäpfen. 17 Millionen Euro. So, ihr wollt also wirklich streiten. Ja, nee, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich will den Europapokal vielleicht gar nicht gewinnen dieses Jahr. Du willst also nicht direkt über die Champions League. Ich will halt einfach nach 25 Jahren, Leute, 25 Jahre, ihr könnt euch das nicht vorstellen, das ist halt fast mein ganzes Leben. wo wir auf diesen Tag warten, endlich wieder europäisch zu spielen. Und ich meine, wir haben uns drüber unterhalten. Du hast es mir gesagt, als es 2-0 gefallen ist in dem Spiel gegen Mainz. Wie laut es da war, wie laut es in diesem Stadion war, wie laut es in der Stadt war. Das ist halt einfach eine Explosion, die kann man gar nicht in Worte fassen. Und was ich mir wünsche, ist einfach, dass wir eine Gruppenphase haben, die uns Spaß macht. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, nach Legia Warschau zu fahren und nach Schönes Esch und irgendwo kurz hinter der Grenze in Belgien. Das wäre so ein bisschen doof. Ja, Bordeaux, Porto sind schön. Ja, so. Na, Marseille wäre ein schöner Ground, wo man hinfahren könnte. Vielleicht irgendwas in Skandinavien. Ja, Mailand wäre natürlich, super. Salzburg. Ich wollte es gerade sagen. Salzburg musst du halt mitnehmen, was soll's denn. Wenn da 15.000 Kölner nach Salzburg fahren, ja, und wir sind clever genug, dann nehmen wir 15.000 Klatschpappen mit und stehen da mit 15.000 Leuten und Klatschpappen. Das wäre super. Schmähgestik. Genau. Ich erhoffe mir einfach, dass es geil wird. Ich habe die Sache ist, Steve, als Eintracht-Fans könnt ihr sagen, wir haben schon erlebt, das wird auf jeden Fall. Ja. Und, aber du musst dann wirklich auch Glück haben mit der Auslosung, ist auch klar. Ja. Also kannst du auch Pech haben, Boston. Aber so geil, die Kölner waren nicht so geil wie wir. Wir haben ja ein Tor geschossen. Haben die Kölner nicht geschafft. Ne? Das war, ja, weißt du, das ich glaube, aber ich glaube, das kann ja nicht für mich. Es ist mir scheißegal, es nimmt mir keiner. Ja, so, ist mir kein egal, mir ist Cordoba, ja. Mir ist Rudnitz egal. Es ist mir alles scheißegal, es nimmt mir keiner. Diese Saison nimmt mir keiner. Und damit ist es das dann vielleicht auch. Ich habe das für mich erreicht. Ich habe eben was erreicht. Ich habe das für mich erlebt, was ich nochmal erleben wollte. So, mehr wird nicht passieren. Der erste FC Köln wird. Was wollen Sie von mir? Der erste FC Köln wird nicht mehr Deutscher Meister. Der erste FC Köln wird wahrscheinlich auch nicht mehr den DFB-Pokal gewinnen. Und damit ist das für uns so ziemlich das Maximum, was wir erreichen können. Das haben wir geschafft. Und das wird mir halt keiner nehmen. Und das ist halt einfach geil. Da freue ich mich drauf. 25.08. 12 Uhr. Also viel Glück für den ersten FC Köln. Sie schauen dann, welche Grounds wir dann nächstes Jahr machen. Insofern vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.